Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Rustalot. Der Bürgermeister hat wieder. Wir gehen zurück auf den Server. Ich hoffe mal, alle warten natürlich auf meine Ankunft. Das wäre ja auch irgendwie frech, wenn sich die Welt weiterdrehen würde, ohne dass ich da bin. Und wir gehen direkt rein ins Spiel. Ich schlafe. Und ich wache. Was? Wounded? Was? Was? Was ist denn jetzt passiert? Ey, hallo? Ey, kann mal bitte einmal in Rust irgendwie nicht Mord und Totschlag an der Tagesordnung sein? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ich versuche mich hier rauszurobben. Hallo? Hilfe! Hallo, Hilfe! 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 Wer hat denn sowas gemacht? Das ist ja einfach nur frech. Ich kann die Tür auch nicht öffnen oder so. Ich muss mal schreien. Ich kann ja auch schreien. Hilfe, Hilfe! Hallo, ist hier jemand? Hilfe, ich sterbe! Gott, ey, nicht, dass die Nachbarn irgendwie... Hilfe! Ich bin's, der Bürgermeister, ich sterbe! Oh. Hallo? Jemand hat es auf mein Leben abgesehen. Ich helfe Ihnen mal. Schnell, Hilfe! Was ist denn passiert, der Bürgermeister? Oh, danke schön. Bürgermeister, was passiert? Oh, jemand hat mich im Schlaf niedergestochen. Was ist denn hier los? Ich bin gerade noch so aufgewacht und war schon nahezu verblutet. Ich konnte mit letzten Kräften zur Tür krabbeln und um Hilfe rufen. Vielen Dank, dass Sie meine Todesrufe gehört haben, ohne Sie. Gewesen sein. Wer? Bitte, ich war die ganze Zeit. Das war Kunibex. Ich hab ihn aus dem Haus rauskommen sehen. Kunibex? Aus meinem Haus eben rausgekommen. Aber. Ja. Vorne steht der Täter. Herr Bürgermeister? Der ist der Halunke? Ich war. Ich hab es gesehen, mein Herr. Ich schwöre hiermit auf das Leben meiner Mutter, dass ich nicht einmal ihr Haus betreten habe. Zu keiner Zeit, jemals zuvor. Wuss! Mein Knecht! Das war gestern Abend, nachdem du das Schild zerstört hast. Ich stehe hier. Ich bin hier, mein Herr. Mein guter Knecht! Was ist geschehen? Ich vertraue dir mein Leben an! Wer hat diesen Mordanschlag? War es wirklich dieser Herr hier? Oder Dame? Das muss Kudivex gewesen sein. Ich habe gesehen, wie er gestern Abend das Schild, ihr Familienwappen, das hier hing, hat er zerstört. Nachdem er aus dem Haus rausgekommen ist. Oh nein, ich habe... Jetzt ergibt alles einen Sinn. Oh, aber warum sollten Sie das... Ich habe eben einen anonymen Brief bekommen. Habe ich hier was von Verbrechen gehört? Oh mein Gott, zum Glück ist eure Durchlaucht erschienen. Nee. Dieser Mann steht unter Verdacht, einen gar grässlichen Mordanschlag auf mich ausgeübt zu haben, während ich friedlich schlief. Da! Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Meine Verteidigung ist, dass ich war in meinem eigenen Hause. Schlecht. Habe Briefe geschrieben, wie es Schlecht. Mein Job ist, mein Beruf ist. Ich habe sogar einen Brief Was für Herrn Wilbald Erben hier. Vernahm ein Zittern in der Stimme, das klingt nach Lügen. Das habe ich auch gehört, das Zittern. Was sagt denn das Volk? Was sagt denn das Volk? Ich will dem ehrenwerten Bürgermeister etwas antun. Lügen. Lasst ihn hängen! Lügen. Ich stehe als Zeuge hier. So Sir Edwin! Viel, du kommst jetzt erstmal mit zum Pranger. Los! Ich hab nichts getan! Los! Aber wie können Sie das denn tun? Wo ist die Gerechtigkeit? Da gibt's jetzt Zeit zum Nachdenken. Ich bin keine 20 Sekunden im Spiel und schon in den Mordkomplott verwickelt. Was ist hier los? Leute, das Dorf kommt herbei. Ein Verbrecher wird vorgeführt. Pranger! Den Kopf da durch! Ich will den ersten Stein werfen! Wunderbar! Nein! Nein, der erste Stein gebührt dem Bürgermeister, der hier einen feigen Mordanschlag erdulden musste, fast. Sir Edwin, Sie sprechen mit wahrer Zunge! Ich habe nichts getan! Ich benötige lediglich einen Stein! Ansonsten komme ich morgen wieder! Meine Kokosnuss! Ich möchte die Wahrsagerin! Wie schmeißt man nochmal den Stein? Ich habe... Wie soll dir die denn helfen? Aufgrund eines Muskelleidens ist mir... Kannst du niemanden besitzen? Wie wirft man noch gleich? Ich hoffe, du leidest nicht an deiner Nussallergie.
Wie war das? Ich bin extra schon wieder was angestellt. Verzeihen Sie! Daneben! Ja, aber das ist Kubivex. Der war schon immer sehr schlecht in Völkerball. Du Schwein, hast meine Ratte wehgetan! Ich habe nichts von all dem gemacht! Bitte, geh weg mit der Fackel! Ich habe Angst vor Feuer! Du Schwein, hast meine Ratte wehgetan! Au! Grundstein! Also meine Eltern damals habe ich zwei Briefschreiber werden, habe ich nicht gedacht, dass ich Briefe aus seinem Pranger schreiben müsste. Au! Du Schwein! Au! Mörder! Es gibt doch keine Beweise für all das hier! Mörder! Wie kann ich dann Mörder sein? Du hast meine Ratte getötet! Au! Vielen Dank, werter Knecht! Ohne dich wüsste ich überhaupt nicht, wer der Täter gewesen sein könnte, und dann würde ich in stetiger Angst leben und müsste mich immer umdrehen, ob mir jemand folgt. So ein Glück, dass ich dich habe. Sie sollten Angst vor mir haben. Haben Sie dem Täter denn auch schon eine mitgegeben, eine ordentliche? Habe ich genug Schmerz erlitten für euch alle? Nein. Ja. Dann. Du Schwein, hast mein Haustier getötet! Lasst euren Wut an dieser Person aus. Fresst ihn nicht in euch hinein. Jawohl, mein Herr. So ist gut. Ein wohlverdienter, wohlgesetzter Hieb befreit die Seele und den Geist. Jawohl, mein Herr. Nun, werter Knecht, ich benötige etwas. Stets mein Bestes. Das weiß ich doch. Deswegen bist du mein Knecht und nicht auf der Straße. Ich benötige nun etwas zu essen. Dieses Nahtoderlebnis hat mich hungrig zurückgelassen. Ich werde mich sofort darum kümmern, mein Herr. Gut, gut. Er ist abgehauen. Was? Da habe ich mich einmal umgedreht und er ist bereits hinfort? Versorgung. Ich leide, ich blute. Oh, was ist hier los? Ach, das ist der Mörder. Hinfort. Ja, richtig. Bist du schon wieder da? Ich habe einen Brief für Sie. Als der Postmann, der ich bin. Aber lesen Sie ihn mit Vertrauen. Er kommt von einem anonymen Absender. Ich habe die Person hatte blonde Haare. Das ist eine sehr präzise Beschreibung. Drei Kürbisse bitte. Er wollte anonym bleiben. Sehr geehrter Herr Wilbald, Erben, dieser Brief ist versiegelt. Was bedeutet das? Herr Bürgermeister, geht's Ihnen gut? Sind Sie verletzt? Brauchen Sie Hilfe? Brauchen Sie eine Umarmung? Ist alles okay bei Ihnen? Nun, ich bin natürlich hungrig, aber mein Knecht ist bereits unterwegs, um was zu besorgen gegen den Hunger. Herr Müller, herzlichen Dank für Ihre Sorgen. Da ist was für Sie. Ihre Sorgen sind wie ein Verband um meine Seele. Grandiosen Bürgermeister. Wo wären wir nur ohne ihn, ohne sie, ohne ihre Güte, ohne ihr Einsetzen für das Volk? Herr Müller, wahre Worte, aber wo wäre das Volk ohne ihr prächtig gemahlenes Mehl? Wie haben Sie den Verlust Ihrer getreuen Ratte denn überwunden? Bisher noch nicht gut. Armer Mann. Ich habe Albträume. Ich sehe ihn jede Nacht vor mir sterben. Das verstehe ich. Nun schicke er sich an, Freuden zu suchen, um die Freudlosigkeit in seinem Herzen zu bekämpfen. Dieses Dorf, unsere Heimat, bietet zahlreiche Möglichkeiten, dem Herz zum Tanze zu verhelfen. Danke, Herr Bürgermeister. Wahre Worte. Zum Beispiel dieses. Dankeschön, wertes Volk. Ihre warmen Umarmungen sind... Eine Dirne für den Müller. Ja, Herr Edwin, Sir Edwin, herzlichen Dank nochmal für Ihr schnelles Eingreifen. Mir war natürlich bewusst, dass unsere Stadtwache die beste ist, aber dass sie so gut ist, nun, das überrascht selbst so einen alten Knauser wie mich noch. Großes Lob an Sie. Ein Hoch auf die Stadtwache. Vielen Dank. Ja, aber ich lebe, um zu dienen. Ja. Sie sind ein guter. Ist der Hauptmann. Nun ist natürlich der Mörder trotz seiner zurecht empfangenen Strafe wieder auf freiem Fuße. Könnten Sie mir denn vielleicht zusagen, ein wachsames Auge auf diesen Schurken zu haben? Sogar zwei. Ah, das beruhigt mich. Natürlich würde mein Knecht sich jederzeit mit seinem. Unter uns? Ja, ein Mörder.
Ein Mörder war unter uns und ist es immer noch. Ohne... Ein Mörder? Ein Mörder, ja. Kein Problem. Ja. Sir Edwin hat uns gerettet. Mein Bruder wird auch immer noch vermisst. Was? Haben Sie das gehört, Sir Edwin? Hier wird ein Bruder vermisst. Bitte? Ja. Noch immer. Für meinen Bruder. Diese dramatische Musik, die passt irgendwie zu den Geschehnissen. Gestern schon. Sam Zerstan. Ja. In der Stadtwache. Herzlichen Dank. Ja, doch. Aber ihr Leutnant, der Toromir, der unternimmt nichts. Matilda, das gefällt mir gar nicht. Da wurde er zuletzt mit ihm gesehen. Und deswegen gab es auch diese Peinigung von mir. Berufe ich hiermit sofortige Wirkung eine Dorfmiliz zusammen, um den Bruder dieses armen Mannes zu finden. Haus eingerichtet. So möge er uns eine Beschreibung des Bruders geben. Das hat meine Mutter getan. Also. Ah! Das sieht schon etwas aus. Ihr Aussehen. Prägt dieses Gesicht ein. Herr Müller. Gutes Zeug von Rustalot. Wir suchen diesen Mann. Ihre warmen Worte. Dieser Mann ist. Oh. Ihre warmen Worte schmeicheln mir. Ich möchte mich recht herzlich bedanken. Wissen Sie, alle sehen in mir immer diesen taffen Machertypen. Aber auch ich habe ein schwaches, sanftes Herz. Und Ihre Worte umwedeln es mit warmer, liebesgetränkter Luft. Vielen Dank, mein Herr. Das ist eine königliche Leihgabe. Ich wette, Sie waren schon mal auch eine Art großartiger Künstler oder so. So wie Sie auftreten. Da braucht man auch Feingefühl. Und das merke ich bei Ihnen. Sie sind eine sanfte Seele auch. Ja, in der Tat. Ich war in jungen Jahren in einer Abendschule für Pastellmalerei. Und da hat der Lehrer einmal zu mir gesagt, das sieht aber sehr gut aus, werter Herr, hat er zu mir gesagt. Da hatte ich gerade die Rhododendronbüsche meiner Mutter gemalt und ja, das kann ich in aller Bescheidenheit sagen, ist mir schon sehr gut gelungen. Bravo, bravo. Herzlichen Dank, Herr Müller. Nun, ich glaube, ich... Sie gar nicht abhalten von Ihren Aufgaben. Nein, das tun Sie nicht, Herr Müller. Ich auch nicht von den Ihrigen, denn wir wissen ja, der Bauch des Volkes muss gefüllt sein, damit der Zorn keinen Platz findet. Und der Zorn führt zur Revolution und der Revolution führt zu unendlichem Leid. Von daher ist der Müller selbstverständlich einer der wichtigsten Menschen. Bei Ihnen kann gar nicht das alles mit Zorn gefüllt sein, denn in diesem Bauch ist nur Liebe für unser Volk. Das haben Sie richtig erkannt. Und deswegen ist er auch so groß und gefüllt mit Liebe, die nie ausgehen wird. Dankeschön. Danke. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag, Herr Bürgermeister. Ich wünsche Ihnen dasselbe. Auf Wiedersehen, Herr Müller. So viele Kalorien. Wunderbar. Nun, ganz ehrlich, eine Kartoffel hat für mich einen Wert von... Wo bin ich hier hineingeraten? So, jetzt muss ich mal einmal ganz kurz den Schauplatz hier untersuchen. Ich weiß nicht, warum das gerade so gehallt hat. Also hier ist ja wirklich, ich kenne auch die Serverregeln nicht, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt, achso, diesen Brief, warte mal, ich muss den Brief noch lesen, aber wie kann ich den lesen? Mein Herr? Ja, Knecht, ich bin hier oben. Mein Herr von Bonhof, haben Sie vielleicht Aufgaben für mich? Oh ja, ich würde gerne, dass Sie in Erfahrung bringen, was die Motive dieses feigen Anschlags gewesen sind. Ich muss unbedingt wissen, ob da mehr dahinter steckt als ein wahnsinniger, irre geleiteter Einzeltäter. Stellen Sie sich nur vor, das ist eine Verschwörung. Die müssten wir aufdecken. Ich würde ja in steter Gefahr leben und somit auch Ihr, werter Knecht. Und eine zweite Frage habe ich noch. Herr von Baumhoff, ich werde mich sofort darum kümmern. Habt ihr meine Mutter gesehen? Eure Mutter? Nein. Ah, ist sie noch nicht eingetroffen? Na, die verspätet sich. Seit unserer Ankunft nicht mehr. Na gut. Sie war schon früher so, als ich noch ein Knabe war. Da sagte sie, ich bin gleich wieder da. Und dann war ich wochenlang alleine zu Hause und musste mich von Möbeln ernähren. Ja, das war eine schwierige Zeit. Aber ich möchte... euch nicht aufhalten mit den alten Geschichten. Finden Sie doch bitte heraus,
was es sich mit diesem Mordanschlag auf sich hat. Und wenn Sie schon dabei sind, ein offenes Ohr zu haben, könnten Sie mir natürlich auch nochmal erklären, was hier so in meiner Abwesenheit so passiert ist. Jawohl, mein Herr. In Ihrer Abwesenheit hat der König nach Ihnen geschickt. Ah. Ich habe das als Stellvertreter, als Assistenz des Bürgermeisters übernommen und habe Bericht erstattet. Gut. Wie es um dieses Dorf, um unser Dorf, wie es um unser Dorf steht. Und der was haben... Ich war sehr zufrieden. Was habt ihr ihm berichtet? Hoffentlich nur das Beste. Natürlich nur das Beste. Ich habe ihm berichtet, dass alle unsere produktiven Mitbewohner ihrer Arbeit nachgehen, dass Felder wieder bestellt werden. Auf dem Markt herrschte reges Treiben, das habe ich auch berichtet. Ja. Ihr habt wohl getan. Und der König war... Vielen Dank, mein Herr. Und der König war... sehr angetan. Das höre ich ausgesprochen gern. Ich bin natürlich darauf angewiesen, dass unser edler Monarch auch mit meiner Arbeit zufrieden ist. Alles andere wäre eine große Katastrophe für die Familiendynastie und damit auch für euch, werter Knecht. Sie haben wohlgetan. Ich möchte Ihnen eine Prämie auszahlen, Herr Knecht. Bitte. Das ist sehr großzügig, mein Herr. Vielen, vielen Dank. Das ist richtig. Kaufen Sie sich was Schönes, kauft euch was Schönes. Meinetwegen dürften Sie das auch verschleudern in der Kneipe oder in der Taverne. Das überlasse ich euch und ich werde euch auch nicht dafür schelten. Ich werde das gut anlegen, so wie ich es von Ihnen gelernt habe, mein Herr. Gut, gut, das höre ich gern. Das war nämlich nur ein Test. Ich wollte lediglich sehen, ob ihr in der Lage seid, mit diesen Reichtümern gut umzugehen. Oder ob es verschwendete Münze ist. Nur Bares ist Bares. Wohlgesprochen. Dann erwarte ich euren Bericht. Ich mache mich sofort auf den Weg, mein Herr. Gut, gut. Bis bald. Eieieiei, kann man hier eigentlich... Das sind ja diese Glaubensgemeinschaft. Ich muss mal die Tür zu... Ich wollte ja den Brief lesen. So, wie geht das jetzt mit diesem Brief? Dieser Brief ist versiegelt. Die Frage ist das... Hat das jemand da reingeschrieben? Als er sagte, er könne sich nicht zu weit von seinem Stand entfernen. Ich check das nicht. Ob das jetzt einfach der Text ist... Oder ob man das öffnen kann. Aber wie öffne ich den? Muss ich den in die Hand nehmen? So? Keine Ahnung, wie man den öffnet. Weiß das einer von euch da draußen, wie man so einen Brief öffnet? Übrigens habe ich, glaube ich, noch mehr Gold in meiner Tasche. Öffnen in der Konsole? Das ist, glaube ich, nicht richtig, oder? Slash öffnen in der Konsole? Nein, nein. Es muss irgendeine Möglichkeit geben. Weiß keiner von euch, ne? Ich weiß es nämlich auch nicht. Echt? Konsole? Das geht wirklich eventuell auf den Text. In der Konsole? Okay, ich dachte, das wäre ein Gag. Okay, ich mach mal eben ganz kurz so, denn ich möchte ja nicht jetzt die Konsole öffnen. Im Chat statt der Konsole? Okay, probieren wir das mal. Warte. Probieren wir das mal. Ah, es funktioniert! Hammer! Das funktioniert wirklich! Sehr geehrter Herr Wilbald-Erben, Knechtelbert hat den Willen, Sie zu stürzen. Ich fürchte um Ihr Wohlsein und würde Ihnen empfehlen, Hilfe beim König aufzusuchen, bevor es zu spät ist. Ich habe noch mehr Informationen, aber diese
Werde ich vorerst für mich behalten. In Liebe eine geheime Verehrerin. Oh. Oh, dann müssen wir mal zum König gehen. Das ist natürlich hart, okay. Auf zum König. Das geht natürlich nicht. Dass ich hier gestürzt werden soll. Mal gucken, ob ich mein Knecht, da hinten läuft jemand rum, der sieht aus wie mein Knecht. Hast du vielleicht einen Augenblick? Natürlich. Ich glaube, er kommt auch schon auf mich zugelaufen. Nicht so schüchtern, kommen Sie ruhig ran. Wohlgesein. Hat man das so gesagt? Ich, mein Herr, einen schönen Mittag. Werter Knecht, auf ein Wort? Auf ein Wort. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam einen kurzen Abstecher in unser trautes Heim machen. Ich muss euch aufklären über Informationen, welche mich erhalten haben. Was? Welche ich erhalten habe. Herr Bürgermeister, Herr Bürgermeister! Herr Teufelshammer, gegrüßt seid ihr. Ja, seien Sie gegrüßt. Ich habe bei der Audienz vom König hier vorhin auf dem Marktplatz etwas gefunden. Das wollte ich Ihnen übergeben. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Worum handelt es sich? Ich schaue mir das direkt an. Da steht etwas Besorgniserregendes drauf. Was, wie viel Text kriegen? Oh, das sind in der Tat besorgniserregende Neuigkeiten. Das habt ihr hier auf diesem Marktplatz gefunden? Das lag dort vorne. Ich glaube, irgendjemand wollte diese Information wem anders geben. Und dann lag das auf dem Boden, als wir uns verbeugt haben vorm König. Und dann habe ich es ganz unauffällig eingesteckt. Sie haben gut daran getan. Beweismaterial muss stets gesichert werden. Ich werde sofort den König aufsetzen. Herr Teufelshammer, Sie haben, können das bezeugen unter Eid? Mal kurz hier die Namen aufschreiben. Definitiv, ja. Teufelshammer. Also, was auf dem Zettel steht natürlich. Ja, selbstredend, aber dass ihr der Finder wart dieses Zettelchens, das wird eventuell nochmal vor Gericht zur Sprache kommen. Das auf jeden Fall. So, jetzt muss ich mir den so trimmen. Ich danke euch recht herzlich erneut und werde mich nun für eine kleine Besprechung mit meinem Knecht zurückziehen. Aber wenn Ihnen weitere Informationen zuteil werden, dann teilen Sie diese bitte auch mit mir. Ich werde die Ohren offen halten. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich danke. Auf bald. Knecht? Hier entlang. Direkt hinter Ihnen, mein Herr. Setzt euch. Folgendes. In dem Brief, den wir erhalten haben, steht Folgendes geschrieben. Ich lese vor. Sehr geehrter Herr Wilbald Erben, Knechtelbert hat den Willen, Sie zu stürzen. Ich fürchte um Ihr Wohlsein und würde Ihnen empfehlen, Hilfe beim König aufzusuchen, bevor es zu spät ist. Ich habe noch mehr Informationen, aber diese werde ich vorerst für mich behalten. In Liebe eine geheime Verehrerin. Knecht, was macht ihr aus diesen Informationen? Das sind alles Lügen. Ich wüsste von nichts. Nichts dergleichen habe ich im Schilde geführt. Knecht, selbstredend seid ihr wie ein Sohn für mich. Ein Stiefsohn vielleicht. Und nicht der bestgeratenste, aber doch einer, dem mein Herz wohlgesonnen gegenüber pumpt. Es würde mich zutiefst in Kummer stürzen, sollte sich herausstellen, dass ihr ein solches Vorgehen gegen mich vorbereitet und durchgeführt habt. Kann ich mich vor Gott, und ich kenne Sie als gottestreuen Mann, kann ich Sie vor Gott um einen Schwur bitten, der Sie als treuer Untertan an das Hause von Bohmhoff bindet? Ich bin dem Hause von Bohmhoff stets treu. Vor Gott? Gewesen.
Dies würde ich vor Gott bezeugen. Und werdet ihr auch in Zukunft diese Treue dem Hause von Bomhoff gegenüber in Wort und in Tat ausdrücken wollen? Vor Gott und der Welt? Dies würde ich tun. Vor Gott und der Welt. Ich bin beruhigt. Entschuldigen Sie bitte, Herr Knecht, öffnen Sie die Tür bitte. Jawohl, mein Herr. Guten Tag. Ja, guten Tag. Guten Tag, ich bin hier, um das bürgerliche Klo zu reinigen. Ah, sehr ja, gut. Das bürgermeisterliche Klo natürlich. Hier entlang, wenn ich bitten darf. Herr Knecht, möge er dem Herrn Mistmeister unser Abort präsentieren. Jawohl, mein Herr. Bitte folgen Sie mir. So. Tja, was soll ich jetzt aus diesen so, Intrigen machen? Irgendwer lügt. Hier ist der bürgermeisterliche Abort? Nun, Knecht. Ich könnte Ihnen auch meinen Keller zeigen. Das ist doch Pappalapapp. Ich hatte euch doch bereits eine Einführung. Hier ist eine. Das wusste ich gar nicht. Eine Einführung in die Gemächer gegeben. Ich zeig euch das nochmal. Sowas aber auch, ei der Daus, kommen Sie mit. Mich deucht, ich bin falsch abgebogen. Verzeihen Sie, auch ein Bürgermeister ist hin und wieder etwas schusselig. Selbstverständlich befindet sich der Abort hier. Herr Bürgermeister. Ja. Herr Bürgermeister, wenn ich eines durch meinen Beruf gelernt habe, dann immer der Nase nach. Und wenn ich das so sagen darf, ich würde meinen, dass es hier. Ja, natürlich. Ich wollte es gerade sagen, es wird immer übler, der Geruch. Ja, dafür seid ihr ja nun hier. Stöpseln Sie richtig rein, pumpen Sie es raus. Ist es schwer? Ist es schlimm? Ist es stark verstopft? Nun machen Sie es doch nicht schlimmer! Nehmen Sie das bitte mit, was da aus Ihrem Körper kommt. Ich bitte um Pardon. Natürlich. Wow. Sehr streng. Okay, aber ich glaube, es sollte wieder funktionieren. Wurde auch gut gereinigt. Der Klodeckel. Kurz Probe sitzen. Ja. Ja, sollte wieder funktionieren, sollte wieder passen. Ich werde hier noch einen kleinen Duftbeutel anbringen. Ja, so, dann lässt sich's auch etwas besser ertragen hier. Gut, dann Herr Bürgermeister, bin ich wieder alles erleichtert, ordentlich eingerichtet. Dass ich mich bald wieder erleichtern kann. Erleichtert ist ein gutes Wort. Herr Coppelius. Natürlich. Herzlichen Dank. Gut. Meine Herren, ich empfehle mich. Noch einen schönen Tag Ihnen. Und ich empfehle euch. Gehabt euch wohl. Knecht, was habt ihr herausgefunden? Bezüglich der Aufgabe, die ich Ihnen vorhin erteilte. Noch gar nichts? Ich muss leider gestehen, noch gar nichts. Ah, das ist natürlich sehr enttäuschend. Aber ich verzeihe euch, denn für mich sind Sie fast wie ein Sohn. Ein Stiefsohn, wohlgemerkt. Ein nicht besonders wohlgeratener, aber dennoch hängt mein Herz aus unerfindlichen Gründen an euch. Und ich spiele hin und wieder mit dem wahnwitzigen Gedanken, nun, wie soll ich sagen, eine Gemahlin für euch zu finden, wenn es denn eine zu finden gibt, die sie nähme. Aber wäre das nicht schön, etwas Kinderlachen im trauten Heim zu haben? Wie sitzt der denn da drauf? Lieber der König. Nun. Hochlebe der König. Hochlebe der König. Herr Knecht, dann machen Sie sich an die Arbeit. Ich brauche dringend einen Bericht. Hier gehen viele Dinge vor sich. Intrigen sind hier offensichtlich. Ich mache mich sofort. Die neue Rattenplage. Und Sie sind der Intrigenfänger, der dieses Dorf befreien muss von der zweiten großen Plage. Okay? Jawohl, mein Herr. Gut, Herr Knecht. Auf bald. Ich habe Geschäfte zu tun. Auf bald. So,
So, ich gehe jetzt zum König. Konsultiere den König. Ja, wir haben kein Problem, wir haben kein Problem. Alles gut, alles okay. Gut. Aber ich werde mich dann mit dem Baden da kurz schließen. Also in Zukunft, also der Bade darf gerne was trinken, aber... Ich guck mal, ob ich eine Audienz beim König kriege. Wo muss ich denn lang? Hier. Bleib ich ja Glück. Mathilda, du bist erst einen Tag... Ja, Schwester, ja. Was gibt's hier? Oh, hier gibt's... Aha, der Dorfvogt. Ah, Sir Toromir. Welch große Freude, euch hier zu treffen. Wie ist ihr Befinden? Sehr gut. Noch sagt, hattet ihr die Waffe des Henkers in eurem Rathaus noch zugegen oder wurde sie schon abgeholt? Sir Toromir, mich dünkt, ich habe keinerlei Ahnung, worüber ihr redet. Andere Dinge haben mich in Atem gehalten. Zum Beispiel ein gescheiterter, Gott sei Dank, gescheiterter Mordversuch gegen mein Leib und Seel, Heil. Da wollte ich sowieso das Gespräch mit ihnen suchen, denn schreckliche Intrigen gefährden nicht nur mein bescheidenes Leben, sondern auch die Ordnung, die dieses Reich zusammenhält. Nun, dieserlei Gespräche sollten wir in eurem Rathause besprechen, nicht wahr? Herr Toromir, ihr habt recht. Mein Rathaus ist selbstverständlich immer für euch geöffnet. Hier geht es entlang. Wir sollten etwas aufpassen, denn das Gesindel, was sich hier auf dem Dorfe herumtreibt, hat lange Ohren. Ich bin gerade schwach geworden. Wo soll ich 20 Rußtaler herholen? Wartet nur, bis ich euch berichte von dem, was hier geschehen ist. Euch werden die Augen herausfallen. Treten Sie ein, setzt euch bitte, werter Sir. Beginnen wir doch mit... Ich setze mich doch nicht auf diesen lächerlichen Stuhl. Nun... Entferne er ihn! Selbstredend. Wenn ich könnte, ich... Wisst ihr, ich habe meine... Hat der keinen Hammer? So doch nicht! Sehr gut! Oh, elegant, ja. Das? Oh, ein Schemel, der ihrer Stellung eher angemessen erscheint. Nun, werter Sir Toromir, beginnen wir doch mit eurem Anliegen. Ihr wart auf der Suche nach einem verlorenen Hammer? Nein, nach des Henkers Prügel. Der Henker ward wohl am Tage zuvor in der Schenke und hatte dort einen Umtrunk und womöglich verlor er seinen gar mächtigen Prügel zum Henkern. Und dieser solle laut des Magisters in ihrem Rathause liegen. Ah. Beziehungsweise aufbewahrt worden. Na, da wurde ja der Henker zum Schenker. Wenn ich mir diesen Schenkelklopfer mal erlauben darf, Herr Sir Toromir, ich werde direkt mal nachsehen. Nein, hier befindet sich kein Prügel. Bitte warten Sie eine Sekunde, ich werde mal in meinen Privatgemächern stöbern. Auch hier... Ich muss Ihnen leider mitteilen, werter Herr Sir Toromir... In diesen Gemächern befindet sich nicht so ein Prügel. Vielleicht in meinen Privatgemächern, das würde mich doch sehr verwundern. Wer hat denn diese kühne Behauptung aufgestellt, das Kleinod des Henkers würde sich in meinen vier Wänden befinden? Nun, der Magister selbst. Aber... Vielleicht hat hier noch jemand Zutritt zum Rathause? Haben Sie Ihre Kisten verschlossen? Verschlossen? Ich bin ein gottesfürchtiger Mann. Wer das Schloss
anbringt. Gottesfürchtige Männer können nicht beschützt werden vor Langfingern, das haben sie selbst gesagt, und spitzen Ohren. Ja, da muss ich reden, da muss ich zugeben, das ist ein theologischer Konflikt, der auch mich zu zerreißen droht. Ja, einige weltliche Schergen scheinen ein Mittel gefunden zu haben, der sehr langen Hand Gottes zu entkommen, um ihr unheilvolles Diebeswerk zu verrichten. Ja, ja. Nun, wissen Sie, ich habe einen Knecht. Und dieser Knecht kennt nicht nur den Schlüssel, sondern auch den Schlüssel meines Herzens. Und ich vertraue ihm. Aber mir ist etwas zu Ohren gekommen. Papalapap! Dorf Vogt, ich will doch nichts über eure Liebschaft mit eurem knappen Knecht. Wie würde ich? Aber was ich wissen will, ob nun gottesfürchtig oder nicht, Löcher gibt's ins Gesicht. Quatsch, ich meine natürlich, Herr Dorf Vogt, wir müssen jetzt eine Sache klarstellen. Sie fragen, oder ihr fragt euren Knecht, ob er diese Waffe verstaut hat oder nicht. Ja. Und dann können wir jetzt über folgendes Thema sprechen, das Sie mir entsprechend betreffe. Ja, Sir Doromir, eine wahrlich gute Idee. Folgendes geschah in diesen Räumlichkeiten, in denen wir uns hier befinden. Ich ging am gestrigen Abend, wie immer nach dem Gebet, zu Bette und schlief ein. Und als ich erwachte, da war ich nahezu tot geprügelt. Mit letzter Kraft schlurfte ich kriechend zu meiner Pforte und war nicht in der Lage, diese zu öffnen aufgrund meiner schweren Verletzungen. Ich rief so laut ich konnte und dank Gott wurden die Worte zu einer friedlichen Seele getragen, die die Tür öffnete und mich rettete. Ein Mordanschlag war es, Sir Doromir. Ein Mordanschlag. Jetzt kann ich niemandem mehr vertrauen. Zwar wurde ein vermeintlicher Täter an den Pranger gestellt, doch es scheint mir so, als wenn diese Kampagne gegen mein Amt und mein Leben noch tiefer geht als diese eine Person. Und ich habe einen Brief erhalten, der mir gar Fürchterliches offenbart. Die Informationen dieses Briefes würde ich gerne mit Ihnen teilen, edler Sir Doromir. Ich kann gar viel. Doch lesen ist nicht unbedingt meine Stärke. Ich kann es versuchen. Nun, ich werde euch diesen Brief einfach vorlesen, denn selbstredend kann ich das Wunderwerk des Lesens vollführen. Hier steht geschrieben: Sehr geehrter Herr Wilbald Erben, nun, das bin ich. Knechtelbert, das ist mein Knecht, hat den Willen, sie zu stürzen. Ich fürchte um ihr Wohlsein und würde ihnen empfehlen, Hilfe beim König aufzusuchen, bevor es zu spät ist. Ich habe noch mehr Informationen, aber diese kann ich zurzeit nicht herausgeben. Ja, eine unbekannte Verehrerin steht in diesem Text. Verstehen Sie nun meine Besorgnis? Mein eigener Knecht? Ihr eigener Knecht. Nun, Liebe ist ein gar schierer Moment, der auch Leben eher zerstört, als dass er sie fördere. Wohlgesprochen. Vielleicht haben Sie eine falsche Wahl mit Ihrem Knecht getroffen. Falsche Wahl? Es war keine Wahl. Ich fand ihn einst in einer Wiege, ganz allein im Wald und der Wind. Der wiegte diese Wiege und er rief seinen Namen und er rief meinen Namen und er führte uns zusammen als ein Werk Gottes. Ich hatte weder die Wahl, ihn zu finden, noch die Wahl, ihn abzulehnen. Wir haben's verstanden. Wirklich. Von der Krippe an geliebt. Nun, Dorfvogt, dann weiß ich auch nicht weiter. Als dass man höchstens sagen könne, ihr sollet euren Knecht womöglich überwachen. Aber das liegt nicht in meinem Aufgabenbereich. In wessen edler Seele Aufgabenbereich mag das wohl zu finden sein, Sir Doromir? Nun, vielleicht gibt es einen
lumpigen Bürger, einen Scharlatan, einen Verbrecher, einen Strauchdieb oder einen Tagelöhner, der das für euresgleichen erledigen kann. Ich habe doch königliche, ganz andere Sachen zu erledigen, als dass ich mich mit solch niederer Knechtschaft begebe. Herr Sir Theromir, selbstredend sind Ihre Aufgaben die des Königs und damit fast schon göttlicher Natur. Doch bedenkt bitte auch, dass ich als Bürgermeister nicht nur für die Ordnung dieser Stadt zuständig bin, sondern auch für das Wohlergehen des gemeinen Volkes. Und wenn das nicht sichergestellt ist, wenn sich Zorn breit macht, wo Ehrerbietung zu Hause sein sollte, dann gerät die Ordnung Gottes und die des Königs durcheinander. Und das wollen wir doch nicht, wenn Sie verstehen, was ich meine. Doch, Vogt. Das Einzige, an das der König, unser geliebter König, glaubt, ist nur an sich, seinem adligen Hofe, des Volkes und natürlich seiner Vasallen. Und nicht irgendeines gottgefälligen Gottes, der über Übersee übergeschwappt ist. Das soll euch klar sein. Sir Theromir, selbstredend haben Sie recht. Ich möchte mich entschuldigen für meine törichten Worte. Mein Mund ist gewaschen. Ich habe die Waschung bereits vollzogen und ich entschuldige mich zutiefst und möchte natürlich Ihre Zeit auch nicht länger in Anspruch nehmen. Ich weiß, Sie sind mit gar wichtigen Aufgaben gesegnet. Aber hätten Sie vielleicht noch einen Namen, an wen ich mich wenden könnte, um in meiner Sache voranzukommen? Hätten Sie einen Tipp? Und ich glaube, der Tagelöhner Lostradamus sucht ab und zu Arbeit. Oder neulich habe ich eine Abenteurerin kennengelernt, die vielleicht für ein wenig Klimpergeld so etwas gar täte. Ich glaube, ihr Name war Jen Rastada oder sowas. Vielleicht fragt ihr im Dorfe. Ein gar exotischer Name. Sie muss von fremden Welten hier eingereist sein. Ich werde mich umschauen. Ich bedanke mich recht herzlich, Herr Sir Theromir. Sie tun ein gutes Werk. Nun denn, Dorfogt. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Und haltet das Dorf zusammen. Ansonsten muss ich durchschreiten. Immer, immer. Das macht keinen Sinn. Was macht der Müller hier schon wieder? Wie kann ich denn den Stuhl eigentlich nochmal drehen? Na egal, ich drehe es einfach so. Was? Okay, also wir müssen uns auf die Suche nach dem Knüppel begeben. Ich werde erstmal gucken. Also erstmal hier gibt es ja sicherlich auch noch irgendwo eine Kiste. Da ist sie aber nicht. Vielleicht oben noch. Oder? Was ist hier? Okay, irgendwelche Fenster. Und natürlich auf dem Dachboden. Da ist nichts. Okay. Wir haben noch einen Keller. Ich weiß gar nicht, ob ich da reinkomme. Nö. Keinen Schlüssel für. Nö. Naja, also erstmal müssen wir uns merken, unseren Knecht zu fragen. Was es mit dieser komischen Keule auf sich hat. Müller! Wo ist mein Knecht? Ich führe sie hin! Was ist geschehen, Hauptmann? Es geht zurück in den Sumpf. Was ist geschehen? Es geht zurück in den Sumpf. Das sind auch sehr zwielichtige Gestalten. Hilfe, Hilfe! Was? Hilfe? Wer ruft um Hilfe? Galle, kümmere dich jetzt um deinen Bogenschuss. Warum stand ich dort drüben? Enttäusch mich nicht. Die hat um Hilfe Welche gerufen. Farbe hat zwei Pferde. Gleich zwei? Ja, gleich zwei. Jetzt war weiß, braun gefleckt, beide. Was? Nee, die hab ich nicht. Zwei Pferde, haben Sie das nicht beobachtet? Nein. Holdemite, habt ihr um Hilfe gerufen? Das ist der Magier.
Ja, mir wurden zwei Pferde entwendet. Direkt von hier. Potzblitz. Vor ihren Augen am helllichten Tage. Nein, ich war gerade beim Hof, um die anderen Pferde zu verpflegen. Und dann kam ich zurück und sie waren weg. Mit welchem Namen haben Sie die Pferde gesattelt, werte Frau? Die Pferde erhalten den Namen meist erst, wenn ich sie verkaufe. Ungetaufte Pferde? Welch Sakrileg! Ungetaufte Pferde. Ja. Der werte Herr Bürgermeister wird Ihnen doch sicher helfen können, die Pferde wiederzufinden. Schließlich kennt er doch jeden hier in diesem Dorf. Herr Kadergast, welche Freude Sie... Ich hoffe es sehr. Ja, natürlich, als Bürgermeister ist es meine Pflicht und meine Ehre, jede Bürgerin und jeden Bürger einzeln beim Namen zu kennen und natürlich auch die Familiendynastie, ihre Wappen, ihre persönliche Geschichte und Wohlbefinden. Alles ist in mir gespeichert. Das ist doch ganz klar. Darf ich Sie fragen, Herr Kadergast, warum Sie mit einem gezogenen Messer auf dem Dorfplatze herumstolzieren? Das ist kein Messer, aber ich lege es natürlich gerne für euch alle beiseite. Ich denke, das ist das Beste für alle Seiten. Warum sollte man eine Waffe zücken, wenn man sie nicht benutzen wollte? Nun, Sie sind doch ein Magier, Herr Kadergast. Es gibt doch sicherlich eine Art Spruch, mit dem man Pferde auffinden kann. Fällt Ihnen da nicht etwas ein? Ene mene, reite geschwind. Wo ist das Pferdekind? Hex, Hex. Sowas in der Art? Auf dieser Insel befinden sich wahrlich magische Geschöpfe und keine Geburtstagszaubersprüche, die auf irgendwelchen Tricks basieren. Ja, und bin ich da bei Ihnen nicht an der richtigen Adresse? Es gibt keinen Spruch, um Pferde zu finden. Gebt mir Informationen, wer sie haben könnte, und ich kann rausfinden, ob die Person lügt oder was sie weiß. Sie können rausfinden, ob eine Person lügt, Herr Kadergast? Habe ich das gerade richtig gehört? Das liegt gegebenenfalls in meiner Macht. Herr Kadergast, ich benötige dringend eine Audienz. Sofort! Und was kann ich für euch tun? Das besprechen wir besser unter vier Augen. Frau Hufenstein, ich werde natürlich alles in Bewegung setzen, Ihre Pferde wieder zu erlangen. Selbstverständlich ist mir die Brisanz dieses Diebstahls sehr bewusst, denn das Pferd trägt den Mann und die Frau und damit trägt sie die Verantwortung für das Wohlbefinden. Das Pferd ist ein sehr wichtiges Tier. Bis bald, ich komme sofort auf Sie zurück. Bitte verstehen Sie das nicht als fehlende Priorität, aber... Ich muss mit dem Magier sprechen. Es ist dringlich. Es geht um Leben und Tod. Herr Magier, ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie über solch kühne Fähigkeiten verfügen. Sie sind genau der Mann, den ich jetzt brauche. Sie und Ihre wagemutigen Fähigkeiten. Kommen Sie doch hinein. Setzen Sie sich. Ich bin sehr gespannt, was ihr vorhabt. Mein werter Herr Kadergast, ich bin in einem unglaublichen Dilemma, welches mein Herz sehr belastet. Wie ein schwerer Stein zieht es an ihm und zieht mich hinab in den See des Kummers, in die Schwärze hinab. Und ich möchte Ihnen Folgendes mitteilen. Ich habe einen Knecht. Ich habe ihn bereits seit jungen Jahren in meine Obhut genommen. Er arbeitet für mich und er ist mir sehr an mein Herz gewachsen. Doch nun ist mir ein Brief zugesteckt worden, der diesem Knecht schwere Anschuldigungen anheim gibt, und ich muss ganz dringend in Erfahrung bringen, ob ich ihm noch vertrauen kann oder ob er mich anlügt. Und jetzt kommen Sie ins Spiel, Herr Kadergast. Sie und Ihre Fähigkeiten. Ihr wollt von mir, dass ich den Knecht befrage, nach welchen Informationen dürstet es Sie? Oh, ich hätte vielleicht etwas früher ansetzen müssen. Herr Kadergast, als ich gestern Nacht zu Bette ging, da war mein Leib und meine Seele völlig unversehrt. Und als ich am Morgen aufwachte, da wurde ich Opfer eines heimtückischen Mordanschlages. Mit letzter Kraft robbte ich zu meiner Pforte und rief um Hilfe. Zum Glück
verhalf mir Gott mit einem günstig stehenden Wind, sodass meine Worte zum Ohr einer helfenden Person getragen wurden. Diese stemmte die Tür auf und rettete mich in letzter Sekunde. Und nun kam mir die Information zuteil, dass mein Knecht eventuell hinter all dem stecken könnte. Aber er hat mir die Treue geschworen. Nun weiß ich nicht, was ich glauben soll. Könnten Sie ihn nicht in eins Ihrer Wahrheitsgespräche verwickeln und ihn fragen, wo seine Loyalität liegt? Bei mir oder gegen mich? Habt ihr die Möglichkeit, den Knecht jetzt hier hinzubringen? Oh, ich werde sofort auf den Marktplatz gehen und einfach so laut ich kann seinen Namen brüllen. In aller Regel kommt er dann. Knecht! Knecht! Ich komme mit Snakes wieder. Können Sie kurz auf Knecht? Ja, wir waren. Knecht, ich rufe euch, Knecht. Ich benötige sofort meinen Knecht. Knecht! Knecht! Hoffentlich ist er nicht wieder in der Taverne saufen. Entschuldigt, Frau Hufenstein, ich weiß, Sie haben Ihr eigenes Anliegen. Habt Ihr Auge auf meinen Knecht gelegt, eventuell? Nein. Ah, entschuldigt. Vielleicht dort vorne? Ich werde schauen. Hab Dank, werte Frau Hufenstein. Knecht! Beliebt es Ihnen vielleicht nach einer Maske? Knecht! Noch eine Maske. Knecht! Genau, das hätte ich auch so erwartet. Herr Bürgermeister, was können wir für Sie tun? Ich bin in dringlicher Suche nach meinem Knecht, Herr Teufelshammer. Habt ihr eventuell den Knecht gesehen? Boah, ich muss ehrlich sagen, ich habe Ihren Knecht vorhin bei, wie heißt diese Familie da hinten, die Elderlings? Da in dieser Richtung? Ah, hab Dank, guter Herr. Ich werde nun eilen. Knecht! Ja, machen Sie das. Der war da, glaube ich, an dem Schild zu tätig. Ah, da laufe ich hin. Weil ich habe mein Pferd da vorne ans Haus gestellt. Verzeiht. Kurze Zeit später war es weg. Herr von Elsterling. Pferdedieb. Hier ist ein Pferdedieb unterwegs. Herr Bürgermeister. Diese Sache hat oberste Priorität. Nur eine Sache hat noch Priorität über dieser Priorität. Ja? Herr Elsterling, habt ihr meinen Knecht gesehen? Wie lautet sein Name? Knecht. Knecht habe ich nicht gesehen. Es tut mir leid. Ah, verzeiht. Ich werde nach Erledigung dieser dringlichen Aufgabe sofort mich diesem schändlichen Pferdedieb widmen. Ich habe sie nicht vergessen. Viel Glück. Drei Pferde sind es mittlerweile. Drei? Es wird immer schlimmer. Drei Pferde? Knecht! Mir wurden zwei Pferde ebenfalls sind abhanden gekommen. Das heißt, was hat der Knecht hier zu suchen gehabt? Herr Zival. Hallo. Werter Herr, habt ihr vielleicht meinen Knecht gesehen? Ja. Leider nein. Ich warte nur darauf, den niederen Vandalisten hier zu stellen, der ständig das Schild meines Herrn verunstaltet. Ah, das verstehe ich. Viel Glück auf der Suche. Herzlichen Dank, Herr Zival. Ich begebe mich nun hinfort. Vielen Dank. Ich finde mein Knecht, ich glaube wirklich, dass der Magier nicht mehr da ist. Ich befürchte, er hat andere dringliche Geschäfte und sitzt da nicht rum und wartet. Aber ich kann den Knecht natürlich jetzt nicht ausfindig machen. Ja, das kann man ja später nochmal nachholen. Aber gut zu wissen, dass es da eine Möglichkeit gibt. So, die Nacht kehrt ein. Ich will meine Monika zurück. Dann widme ich mich jetzt den Pferdedienen. Das verstehe ich. Verzeiht, wertes Volk, ich habe euch warten lassen. Nun, ist bereits weiteres Pferdegut abhanden gekommen? Nein, ja, also zwei Pferde wurden von meinem Stand entwendet und nun auch das Pferd vom Herrn Edopold. Elsterling. Von Elsterling. Edopold von Elsterling. Ja. Gar fürchterliche Nachrichten. Auf Pferdediebstahl steht der Tod. Nun, habt ihr bereits mit der Wache Kontakt aufgenommen? Ja, nein, mit der Wache nicht. Und ich habe mit der Wache gesprochen und ich habe auch mit dem Berater des Königs gesprochen.
Mir wurde zugesichert, dass der Fall behandelt wird, aber es erscheint mir nicht so, als hätte das die höchste Priorität. Und vielleicht können Sie, Herr Bürgermeister, dem König auch nochmal nahelegen, dass das kein duldbarer Zustand ist, dass der Adel gestohlen wird vom Pöbel. Von Elsterling selbstredend bin ich auch als Vertreter des Hochadels sehr daran interessiert, dass das Hab und Gut unseres Standes bestens geschützt ist. Bei meiner nächsten Audienz, die sicherlich in Kürze stattfinden wird, werde ich das mit allerhöchstem Nachdruck dem König präsentieren. Frau Hufenstein, nun da Herr von Elsterling bereits mit der Wache gesprochen hat, sehen Sie noch Bedarf auf ein eigenes Gespräch mit den Wachen oder ist die Sache damit für Sie ins Rollen gebracht? Bär gegen Postbote. Auch das ist meine Hoffnung. Bär gegen Postbote. Es gibt Kämpfe. Aber um wie viel Uhr? Herr Papa. Der König ist schon ausgeritten. Wir sollten uns zu Fuß sputen Richtung die Arena. Wo ist die Arena? Also er wird noch warten. Der Bär wird noch gefangen. Wo geht's denn lang? Ja, dann, hier? Dann mal los, ist euer Kampf. Platz da, der König kommt! Was? Der König? Aber ich schätze, wir sollten zurück. Die Arena nicht in die andere Richtung? Wurde der Postmann schon zur Arena gebracht? Was? Ich glaube, nein, Majestät. Jedenfalls habe ich ihn hier nicht gesehen. Die erste... Das ist ja der König. Ja, wo ist denn der Postbote? Ich bin hier. Werter König, der... König. Ach, da ist er. Ah, da ist der Schändtäter. Ja, dann sammle man ihn ein und bringe ihn zur Arena. Auf. Das ist schon wieder der Postbote. Bitte nicht zu fest zugreifen, ich habe sehr zarte Hände. Dem müssen ja noch Dinge schreiben. Still bleiben. Und jetzt aussatteln. Verzeiht, Nee, tue ich dies. Herr Glanzer, Sir Glanzer, dürfte ich Sie bitten, mich mitzunehmen? Jawohl. Bleib stehen! Geh dann mal! Okay. Auf Ihrem edlen Ross? Sie sind jetzt hier, ja, selbstverständlich. Ich vermute gerade von mir. Nehmen Sie Platz. Ist das mein Problem oder ist das dein Problem? Das ist mein Problem. Setzen Sie sich einmal hinten rauf. Runter, habe ich gesagt, er soll raufsteigen? Ah. Wir haben da ein ganz großes Problem, nicht nur im Bärenkampf. Ich schätze, ich werde für sie reiten. So ein Glück, dass Gott das Gesäß des Pferdes so ausladend gestaltet hat. Komm mit, Trim, wir gehen zur Arena. Eventuell hat dieses Pferd heute so viel Last getragen, dass es nicht für zwei in 10 Sekunden im Stande ist. Was? Norbert? Dann werde ich sie mitschleifen. Okay, wenn dem so ist, dann frei. Ah, nun! Ich behilflich. Ah, perfekt. Ich halte mich an ihn fest. Ich hoffe, euch gefällt dieses Gefühl der Umklammerung. Hopp, hopp. Das lasse ich unkommentiert. Aber wir wollen nicht, dass sie runterfallen. Das wollen wir nicht. Niemand möchte, dass der Bürgermeister gestürzt wird. Außer 1, 2, 3 Schergen. Wisst ihr, werter Wachmann, dass eine Intrige gegen den Adel, den Bürgermeister und den König läuft? Um Gottes Willen. Das war mir nicht bewusst. Ja, so ist es nun. Aber wir werden den Schergen auf die Schliche kommen. Keine Sorge, Herr Wachmann. Sehr gut. Wo haben Sie das Reiten erlernt? Sie sind ja ein ganz großartiger Zuchtmeister dieses Gauls. Ja, danke. Das wird uns in der Kaserne direkt im ersten Jahr beigebracht. Ah. Aber der Gaul scheint... ja, wie gesagt, er hat heute bereits viel geleistet. Prächtiges Tier. Herzlichen Dank, Herr Wachtmann, dass Sie den Bürgermeister auf so komfortable Art und Weise zur Arena geritten haben. Danke sehr. So, gucken wir uns mal hier dieses Spektakel an.
Ja. Werter so. König, ich sah David doch heute auf dem Thron sitzen, ebenfalls ohne Hose. Ist dies auf Ihre Anweisung geschehen? Da oben ist der König. Oh, ich muss aufpassen, ob ich da niemand reinschubst. Ey, wisst ihr was, Leute? Ich hab noch von gestern auch Pizza hier rumliegen. Das wird Konsequenzen haben, wenn wir zurück in der Burg sind. Sie haben mich selber aufgefallen. Den Thron. Das Tor ist offen, das Tor ist offen. Ich hab hier noch echt original alte Pizza. Was tut ihr denn? Nicht der Oberhammer? Er hat die Bestie freigeschaltet. Wer schließt das Tor? Wisst ihr, was die beste Pizza ist? Spinat Gorgonzola. Der Kampf hat noch nicht beste begonnen. Pizza. Wirklich. Der Schreiber ist ja noch gar nicht da, nicht? Ich höre doch seine Stimme. Oh, der Bär ist da. Die vom Schreiber liegen. Ach so, lass die Bestie in der Arena. Schließe das Tor. Ist aber auch ein ganz schön. Hallo. Es bedeutet mir, dass ihr euch alle versammelt habt. Sehr viel. Jetzt gibt's Action. Der Bär ist überraschend quicklebendig dafür, dass wir vorher noch Fliegen um seinen Leib kreisen sahen. Ich danke Ihnen zutiefst. Alles ist ein Werk unseres Magiers, nehme ich an. Im Dorf. Oder dies, Vater, sehr wohl. Mein Sohn, der Bär. Aber vorher gib mir bitte noch das Goldstück, das du mir schuldest. Der Prinz ist Ruhe, mein Vater gedenkt zu sprechen! Den König! Oh, Gardist Edwin, so schrei er die Massen zusammen, auf das alle schweigen und mir zuhören. Alle schweigen, der Pöbel möge augenblicklich die Schnauze halten. So. Fein, fein. So, gemeiner Pöbel, anwesende Edelleute und sonstige, so höret meiner Weisen Meckeran. Worte. Merzeran, herzlichen Dank. Huch, wo ist meine Schwester? Also, es begab sich, dass der Schreiberling und jener Bär dort sich gegenseitig beschuldigen, das Schild des Rathauses abgeschlagen zu haben. In meiner Weisheit als König habe ich bestimmt, dass jener Zwist ausgetragen wird in einem Zweikampf. Man gebe dem Schreiberling einen Spitzenstock und möge er sich am Rande der Arena positionieren. Also ich wie der Bär flitzt. Setze mein Geld auf den Bären. Ich habe ein Messer. Er hat ein Messer. Er möge das Messer benutzen. Ein Bär ist unbesiegbar. Wem fiele sein Stock in die Arena? Ach so, für den Schreiber. Ja, nein, das ist nicht nötig. Korrekt. Wohl soll ich mich begeben, genau? An den Rand auf der anderen Seite der Arena. Der Pöbel kann nicht mal um sein Leben kämpfen, ohne Anweisungen von euch zu erhalten, eure Majestät. Sie wären so hilflos ohne die Weisheit meines Vaters. Maurice hat sich aus irgendeinem Grund in den inneren Zirkel des Königs geschmeichelt. Und Maurice ist ja von einem konkurrierenden Adelsgeschlecht. Wir haben uns versammelt, um dich sterben zu sehen. Ich setz mal 2 Gold auf den Bären. Fisco, Vater kommt da runter. Einen atemberaubenden Pöbel oder ähnliches, um den Kampf einzuleiten. Oh ja, oh ja! Die Lings sind ja auch da. Ich setze auch 2 Gold auf den Bären. Natürlich. Eure Majestät, wer denkt, ihr wird den Sieg davon tragen? Wer hat das gesagt? Ich lasse mich vom Schicksal überraschen. So, nun springe hinunter und kämpfet! Bären, der letzte Stück angeschlagen. Du wirst sterben. Jawohl! Ich hab schon Wildschweine bis. Hui Bär! Wahrlich ein Spektakel! Oh. Ja, Pranke! Ein wahrlich spannender Kampf! Der Pöbel bekam, was der Pöbel verdient! Was er mich so schon hatte! Sehr richtig! Hui, Hasser, was hat das denn? Was hast du denn da? Der Pöbel brennt! Der Pöbel brennt! Feuerwerk! Oh Gott! Schade, dann hast du verfehlt, Sohn! Du willst mich nicht essen! Brennt der Pöbel immer, wenn er stirbt, Vater? Ist eindeutig klar. Der Postmann hat gelogen. Er hat selber das Schild hinuntergeschlagen. Der Bär ist unschuldig. Der Bär darf nun in Freiheit gehen. Los, Bär, zieh in die Freiheit. Möchte mir jemand genieß dein Leben, Bär. Klingt der Postmann wahr. Folge gefälligste Befehle. Der läuft, ist ja lustig, der läuft wirklich raus. Was das für eine Bestie ist. Der läuft ja wirklich in dem Moment raus, wo man das Tor aufmacht.
Mein Vater befehligt Tiere. Bärenverleumdung ist ab nun verboten im Lande Rastalot. Mein Vater befehligt Tiere, habt ihr gesehen. Euer Hoheit, ich schrieb doch eine Ode an den Prinzen. Wird dieses Privileg an euch übergeben, Fisco. Mein Prinz. Oh, gibt's ein Lied? So, springe er hinab in die Aber Arena ich dem gerecht und singe werde, Tiere zu befehligen, es gibt ein Lied. Die Macht habe ich nicht. Ich habe das gesehen, ja. Sehr wohl. Du hast ihn einfach besiegt und der stirbt einfach. Oder fällt einfach um, das ist Fischi. Fischi singt ein Lied. Vater, was soll ich sagen? Haha! Nimm das! Das Turnier wird mein. Au, wer war das? Hey, das gefällt mir, Vater. Ja. So, höret das auf, den Baden mit Speeren zu bewerfen. Bewerfet den Baden erst mit Speeren, wenn er das Lied beendet hat. So, Bade. Habt ihr Speere für uns? Ich schrieb ein Lied, die Ode an den blutigen Prinzen. Hört, hört! Guter Titel. So beginnt. Und? Sehr guter Titel. Es ist eine Beleidigung. Er ist wohl der Meinung, es gibt nichts Gutes über den König zu sagen. Deswegen schweigt er. Ketzerei. Revolution. Bürgermeister Bonhoff. Möget ihr eurem artigen Stand entsprechend hier hochkommen? Selbstredend, der König. Kann sich wohl keiner wehren. Mit goldener Faust zu jeder Jahreszeit ist unser Prinz allzeit bereit. Bohmhoff, wie schön euch hier zu sehen. Weberlichingen. Schweigt. Wahrlich, an der Seite des Königs, wie es sich geziemt. So wollt ihr euch darum gerade sehen. Ist unser Prinz. Psst. Wir reden gleich. Ja, Prinz. Das bin ja ich. Wundervoll. Auf den Prinzen. Was? Das ist zum Sterben schön. Zum Sterben schön. Da hat der Bade recht. So schön war es, dass man sterben möchte dafür. Ja, ja. Wie der Dornenvogel beim letzten Lied aufgespießt. Er wird noch benötigt. Wir sollten ihn in Zukunft den Dornenvogel nennen. Weberlichingen. So, so, so. An der Seite des Königs, wo man ihn vermutet, säuselt er wieder seine selbstverständlich eigentümlichen Ideen in das Ohr des Monarchen. Immerhin doch wohl weise Ratschläge, aber ich würde nicht erwarten, dass ihr euch damit auskennt. Herr Weberlichen, tollkühn, wie immer. Seid es nicht ihr, die mir seit jeher das Amt des Bürgermeisters abstreitig machen wollen? Da müsst ihr mich verwechseln, dieses pöbelhafte, niedere Amt. Nun wahrlich wäre es vielleicht, es hätte einem besseren Der Manne zufallen können, das will ich nicht abstreiten. Wir brauchen einen neuen Bären. Nun, meine Mutter. Meine Mutter hat mir gesagt, dass die von Weberlichings seit jeher versuchen, uns von Bohmhoffs vom rechtmäßigen Thron der Nummer 2 zu stoßen. Nummer 2? Ist das so? Das ist richtig. Mir scheint, sind uns eure Mutter erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Und meine Mutter ist eine edle Dame. Gänzlicher Unsinn. Wascht euren Mund, Herr von Weberlichingen. Ich möchte nun zurückkehren ins Schloss. Machen, bringt mich zum Vater, König. Wo ist die Schwester? Ich vermisse meine Schwester. Nun. Bürgermeister, habt ihr euren Knecht gefunden? Auf mysteriöse Art und Weise ist mir der Knecht abhanden gekommen. Ich kann es kaum erklären, aber normalerweise steht er sofort Gewehr bei Fuß, wenn sein Name aus meinem Munde erschallt. Doch nun, wo ich ihm den Test unterziehen möchte, ist er wie vom Erdboden verschluckt.
Ich vermute, Herr von Weberlichingen. Nicht, dass ihr nicht einmal eure eigenen Diener im Griff habt, Bohmhoff. Zumindest habe ich welche, Herr von Weberlichingen. Herr Kadergast. Mein Herr, ich glaube, der Knecht befand sich unter den Zuschauern. Ich bin sofort zur Stelle im Gegensatz zu eurem Bohmhoff. Das war perfektes Timing, Ritzelwicht. Erinnere mich, der an genau eine Belohnung zukommen zu lassen. Ich habe Besseres zu tun. Ich muss meinen Knecht aufsuchen. Der Magier hat mir eine Audienz zugesagt. Knecht! Also da muss man noch was machen. Sonst Knecht! Ich will, dass ihr endlich wieder Beinkleider tragt. Das war ein gar grausiger Anblick. Pfui, Teufel. Herr Kadergast, ist er zu Fuß geflohen? Oder auf dem Pferde? Ich habe nicht gesehen, dass er verschwunden ist. Er war lediglich in den Zuschauerrängen zu sehen. Dann kann er ja noch hier zugegen sein, Herr Kadergast. Ihr drittes Auge vermag mehr zu sehen als das menschliche. Zur halben 23. Ich eile! Ja, okay. Versuche ich. Halben 10. Ich sprech bis dahin, spreche mit dem König. So probiere er seinen Mund. Halben 10. König? Ah, Knecht? Ja. Dem ja. Ich bin mehr oder weniger von der Wahrsagerin zu euch geschickt worden und sie sagte, ich solle euch helfen. Und nun, ich könnte euch eventuell Informationen... So eine unangenehme Situation, Herr Kadergast. Mir deucht, er ist nicht aufzufinden, dieser dumme Bengel. Folgendes Problem haben. Nein, wir haben kein Problem, aber... Ihr habt noch Zeit, der Tag ist noch nicht zu Ende. Herr von Peterstadt, es handelt sich hierbei um meinen Knecht. Ich kann seiner nicht habhaft werden. Dabei möchte ich ihm eine spezielle Testung bei Herrn Kadergast zukommen lassen und dafür brauche ich seine sterbliche Hülle, in der sich seine unsterbliche Seele befindet, die ich testen möchte, die Seele im Körper. Steht auf meiner Linde! Das übersteigt mein Wissen um die Mystik bei weitem, da bin ich nicht qualifiziert. Na. Aber um wen genau handelt es sich? Um meinen Knecht. Er heißt auch Knecht. Herr Knecht, die Bert. Völlig richtig. Wenn, befand er sich nicht gerade im Stadtzentrum? Mir war so. Letzte Berichte einer nicht näher bekannten Entität sagten mir, er befände sich hier in dieser Arena. Aber dann war das eventuell falsch oder sie haben sich getäuscht. Das ist alles möglich. Er ist wahrscheinlich schon wieder weg. Vermutlich. Dann müssen wir uns sofort ins Stadtzentrum begeben. Sicherlich faulenzt er wieder rum im Rathaus, wie ich ihn kenne, diesen alten Gauner. Vielleicht kann man sich hier Pferde leihen. Wir treffen uns im Stadtzentrum. Bis gleich, Herr Kadergast. Ich brauche kein Pferd. Sie haben ja schon wieder... Bis gleich. Herr Kadergast! Was? Wo ist er hin? Ungeheuerlich. Entschuldigen Sie, Herr Glanzer, ist es möglich, dem Bürgermeister ein Pferd zur Verfügung zu stellen? Zur Verfügung stellen, da wir das selbst für die Wache brauchen, nicht, aber ich kann sie gerne zurück. Oh, das wäre ganz fantastisch. Ich folge Ihnen. Sie sind ein guter Mann, Herr Glanzer. Sir Glanzer. Sehr, sehr schön. Ich muss dringend meines Knechtes habhaft werden. Welch grausamer Kampf. Wie halten Sie es mit dem Pöbel? Glauben Sie, er ergötzt sich an so einem blutigen Schauspiel wie dem Ewigen? Mit Sicherheit. Allerdings werde es auch davor fürchten, weil es könnten jeden erwischen. Ja, da haben Sie völlig recht. Man sollte besser auf dem Pfad der Tugend wandern. So, mal gucken, ob ich den Knecht finde. Ist natürlich ganz schön.
Ich danke Ihnen. So. Guten Ritt. Mein Herr von Werter Bürgermeister. Ah, so ist es nun. Knecht, habe ich euch endlich gefunden. Viel zu lange schon musste ich sie suchen. Wo hat er sich herumgetrieben? Ich war auf der Suche nach Informationen für Sie, mein Herr. So wie Sie es aufgetragen hatten. Knecht, ich möchte euch jemanden vorstellen. Das ist der sehr geschätzte Magier. Er möchte gerne ein Gespräch mit euch führen und ich habe natürlich als euer Vormund zugesagt. Herr Magier, wo möchten Sie dieses Gespräch stattfinden lassen? Darf ich Ihnen das Rathaus zur Verfügung stellen oder haben Sie eigene Räumlichkeiten? Sehr gerne in eurem Rathaus. Nun denn, schreitet voran. Knecht? Jawohl, mein Herr. Hinein, hinein. So setzte er sich. Nein, 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 Herr Magier. Herr Magier, nehmen Sie doch bitte hier auf dem Bürgermeisterstuhl Platz. Der ist deutlich bequemer und gepolstert. Der Knecht sitzt auf dem Knechtstuhl. Jawohl, mein Herr. Werter Bürgermeister, stellt euch nah an den Tisch. Stellt euch nah an den Tisch. Herr Knecht. Jawohl, mein Herr. Schaut mir in die Augen. Der werte Bürgermeister hat einige Fragen an Sie. Es wäre von äußerster Wichtigkeit, dass Sie diese wahr und ehrlich beantworten. Werter Bürgermeister, stellt eure Fragen. Knecht, ist mir eure Loyalität sicher oder intrigiert ihr hinter meinem Rücken gegen mich und mein Amt? Loyalität. Was für ein Witz. Ich intrigiere hinter ihrem Rücken. Potzblitz! Haben Sie das gehört? Die Unglaublichkeit kam aus seinem Munde. Ich nehme die Antwort. Ihr sollt euch beeilen, mein Zauber hält nicht lang. Nimm das! Und das! Werter Bürgermeister! Was ist passiert? Was ist passiert? Ihr habt den Zauber gebrochen. Ich weiß alles, was ich wissen. Nein, ich weiß nicht alles, was ich wissen muss. Knecht, sprich! Agierst du allein oder? Jawohl, mein Herr. Bist du Teil einer größeren Verschwörung? Wer sind die Namen? Sprich! Los, rück raus mit der Sprache, dann kann dir vielleicht vor dem Himmelstor noch Einlass gewährt werden. Sonst ist deine Seele für immer verloren, Knecht. Nun rede doch! Mein Herr, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Knecht, ich weiß. Ergebenster Diener. Ich weiß von der Intrige. Ich weiß davon. Alles ist offengelegt. Glaubt ihr wirklich, den Augen und Ohren des Bürgermeisters blieb es verschlossen, wenn sie hinter meinem Rücken gegen mich arbeiten und die Kräfte bündeln, um mich zum Sturz zu bringen? Nun tun Sie sich selbst einen Gefallen, werter Knecht. Wenn Sie noch etwas Anstand in sich haben, dann raus mit der Sprache. Wer sind die Hintermänner dieser elendigen Verschwörung? Retten Sie sich! Los, Knecht, retten Sie sich! Ich werde kein weiteres Wort darüber verlieren. Magier, hab Dank für eure edle Tat. Welche himmlischen Kräfte auch immer Ihnen zur Verfügung stehen, Sie tun dieses zur Rechtschaffenheit. Tun Sie mir noch einen letzten Gefallen und seien Sie mein Zeuge vor Gericht, denn ich muss meinen Knecht vor selbiges ziehen, damit dieser unheilvollen Aktivität ein Ende bereitet wird. Das kann ich nicht versprechen, da hier lediglich Aussage gegen Aussage steht. Ich kann mich für keine Seite entscheiden, vor allem nicht, wenn ich keinen Nutzen daraus... Wieso kann der Mann seine Sätze nicht zu Ende sprechen? Hier? Knecht! Der größte Kummer ist nicht die Angst um mein Amt oder die Angst um mein Leibeswohl. Der größte Kummer, der mir widerfahren ist, ist die Enttäuschung in meinem Herzen, dass ihr, die ich wie einen Sohn, nun
nicht wie ein Leiblichen, aber wie ein Stiefsohn, ein zugegebenermaßen nicht besonders prächtig geratenen, aber immerhin, dass ihr mich verraten habt, dieser Schmerz ist stärker als jeder Hieb mit der Keule oder mit dem Schwert. Wie konnte es so weit kommen? Habe ich euch nicht immer gut behandelt? Mein Herr von Bomhoff, habe ich die Erlaubnis, offen zu sprechen? Erlaubnis erteilt. Mein Herr von Bomhoff. Das Tagwerk des Rathauses übernehme ich jetzt schon seit mehreren Monaten, vielleicht sogar Jahren. Während Sie nachmittags schon in der Schenke dem Alkohol frönen. Ich halte dieses Haus hier am Laufen und dafür lebe ich dort unten im Keller. Ja, ich verstehe, das ist... Ich kenne jeden einzelnen Bewohner mit Vor- und Nachnamen seit mehreren Generationen. Ja, damit habe ich euch ja auch beauftragt. Das ist wichtig, dass Sie als Soufflöse des Bürgermeisters... nicht jetzt! Sehen Sie denn nicht, dass wir in einem... Jetzt. Kommen Sie später wieder! Ich verstehe dieses Dilemma, aber... Ja, wann Sie das mit dem Schild? Da steht ja schon wieder Eldaring, aber diesmal in Rot. Also, entschuldigen Sie bitte. Hören Sie denn nicht, dass wir hier... Nun, Knecht, ich verstehe Ihre Ambitionen. Auch ich war einst jung und ehrgeizig. Doch jeder muss seinen Platz kennen. Und ich besuche die Schenke nun nicht, um den Alkohol zu frönen, sondern weil in der Schenke der Pöbel einkehrt und ich muss meine Nähe zu diesem halten und wissen, was in dem Dorfe geschieht. Das ist der einzige Grund, weshalb ich dort hingehe. Das müssen Sie doch verstehen. Aber was passiert denn im Dorf? Naja, zum Beispiel wurden kürzlich Pferde geklaut. Ist das nicht ungeheuerlich? Dann hat der, was noch? Der Postmann hat gegen den Bären gekämpft und verloren, weil sowohl der Bär als auch der Postmann des Schildvandalismus angeklagt waren und Gott hat den Bären zum Sieger ernannt, weshalb der Postmann nun überführt ist. Sehen Sie denn nicht, dass ich so bemüht bin, dieses Dorf zusammenzuhalten? Seht ihr es denn nicht? Seht ihr nur das dunkle Knecht? Wer hat Ihre Augen so verfinstert? Mein Herr von Bomhoff, das sind alles die kleineren Übel. Alles dies sind kleinere Übel. Aber wie es um das Dorf wirklich beschaffen ist, wissen Sie nicht. Sie wissen zum Beispiel nicht, dass im Südosten einer unserer Wachtürme mittlerweile einer Ruine gleicht. Er ist komplett zusammengestürzt. Fürchterlich. Das alles habe ich herausgefunden. Solche Sachen habe ich nur herausgefunden, weil ich im Dorf unterwegs bin, den ganzen Tag als Stellvertreter des Bürgermeisters. Ja, aber das ist auch euer Job. Ich muss die Amtsgeschäfte führen. Ich sitze... Nein, das ist eine fiese Unterstellung. Ich trinke vielleicht gern mal ein Butterbier, aber doch nicht... ich bin doch nicht... das ist doch nicht meine Geliebte, der Alkohol. Der Gott und das Dorf sind meine einzigen Geliebten und ich sitze Tag ein, Tag aus, Stund um Stund auf diesem viel zu harten Schemel dort und höre mir das Leid und die Sorgen der Bürger an und versuche in ihrem Sinne die Geschäfte zu führen. Da kann ich doch nicht die ganze Zeit von Wachtürmen im Südosten schwadronieren und dorthin laufen. Also... Das wissen Sie doch auch, Herr Knecht. Ich bin komplett unterbezahlt für das, was ich hier dem... Den Dienst, den ich hier im Rathaus diene. Und anstatt wie ein ehrenwerter Mann... 5 Rust-Dollar pro Tag. Zu seinem Herrn zu gehen und nach mehr zu fragen, da verdingen Sie sich als intriganter Mörder. Haben Sie auch was mit dem Anschlag auf mein Leben zu tun? Ich verweigere die Aussage. Also ja! Och, mein Kummer ist so endlos groß. Ein Meer aus Tränen. Wie konnte es so weit kommen? Ich hatte sie fast schon als Sohn und Erbe in Betracht gezogen. Oh. Ich muss sie nun mehr der Obrigkeit bald übergeben. Wird nicht nur ihr Kummer groß sein. Ja. Bald wird der Kummer aller groß sein. Was meinen Sie damit? Wenn sie an die Macht kommt. Wer ist sie? Wenn sie an die Macht kommt. Was meinen Sie mit sie? Ich werde nichts weiter sagen. Ich gebe ihm noch eine letzte Chance.
Wollen Sie Ihrer Sünden abschwören und mir die Treue bezeugen? Oder wollen Sie weiter in Gram der Dunkelheit anheimfallen? Nein. Ich werde nicht schwören. Ich habe bloß einer Person Treue geschworen. Und ihr werdet sie bald kennenlernen. Nun, dann kann ich Ihrer Seele keinen Gefallen mehr tun. Wache! Folgt mir, Julius. Ex-Knecht. Knechtelbert. Wache! Das ist ja ein, Wache! 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 Ja, wo ist denn die Wache hin? Herr von Weberlichingen. Was rennen Sie wie so ein herumrennendes, kopfloses Huhn über den Dorfplatz bei Nacht? Jetzt auch noch Sie, Herr von Weberlichingen. Sie hätte ich als letztes gebraucht. Aber wo Sie schon mal da sind, was halten Sie davon, wenn Sie mich hier, wenn Sie mich zum Königshof reiten? Bitte was? Keine Zeit für langes Geschwafel, Herr von Weberlichingen. Wenn Ihnen auch nur eine Verbundenheit zwischen den zwei ältesten Adelshäusern dieses Dorfes inne liegt, so reiten Sie wie der Wind zum Königshof. Ich muss von Mord und Intrigen berichten. Ihr seid einfach auf mein Ross aufgesprungen. Geben Sie dem Pony die Sporen. Ja, wir suchen einen Teil. Mauritius, so wird man schnell zum Bediensteten, wa? Achso. Elsterling, sehen Sie die Unverschämtheit, die mir an... Bumhoff, ich werde keinen Schritt mein Ross tun lassen, bis ihr mir nicht erklärt, was es auf sich hat mit dieser Angelegenheit. Herr von Weberling, Sie als Adelsmann, Sie wissen genau, was das Schlimmste für alle Häuser des hohen Standes sein kann. Sie wissen es doch. Sie wissen es. Die Intrigen, die Revolution des niederen Volkes in meinem eigenen Hause, mein eigener Knecht vom Ehrgeiz und zur Nähe des Teufels zerfressen, hat er nicht nur meinen Untergang geplant und es auf mein Amt abgesehen, nein, mein Leib und meine Seele wollte er zu Tode bringen. Ein feiger Mordanschlag. Ich habe alles aufgedeckt. Wir müssen es dem König berichten. Er beginnt beim Adel. Aber er endet dort nicht. Er endet nicht, ohne das Könighaus selbst zerschlagen zu haben. Wir müssen ihm eine Auskunft erteilen über diese schreckliche Revolution. Sind Sie denn nicht daran interessiert, den König zu retten? Habt ihr denn Beweise, dass sich diese Revolution auch gegen den König wendet und nicht nur gegen euch? Beweise? Ziehen Sie etwa mein Wort in Zweifel, Herr von Weberlichingen? Das ist ja schändlich. Selbst für Sie, das muss ich sagen. Herr Bürgermeister. Ja? Ich wurde von einer Wache beschossen mit einem Pfeil und der steckt nun in mir drin und keiner vermag ihn rauszuziehen. Warten Sie bitte, Herr von Weberlichen, ich muss mich um meine Menschen kümmern. Wenn Sie den rausziehen, verblutet der Herr aber. Das Papalapap. Ich an Ihrer Stelle lassen, Herr Bürgermeister. Ah, nee, das möchte ich natürlich nicht. Geschafft. Will er die Heilerin? Herr Müller. Soll ich bitte hier nicht mehr auf meinen Ross kommen, Bumhoff. Oh! Herr von Weberlichingen, Sie Feigling! Herr Müller, es tut mir sehr leid, Ihnen sagen zu müssen, dass Sie für alle Ewigkeit mit diesem Pfeil leben müssen. Er ist ein Geschenk Gottes. Machen Sie das Beste draus. Nein. Er ist nun ein Teil von Ihnen. Aber ist nur im Knie, das ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Entschuldigung. Aber Frau gute von. Ablenkung waren Sie, danke. Dafür kriegen Sie später noch eine kleine Belohnung. Für was? Nun erzählen Sie mal die Geschichte.
Nun, ich werde mir zuerst eine Horse... Was genau ist passiert? Ich muss mir ein Pferd kaufen. Auf dem Ritt zum Königshaus werde ich sie sofort darüber in Kenntnis setzen. Wo ist die Frau der Pferdeverkäuferin? Sie war doch gerade noch zugegen. Warum führt sie die Geschäfte nicht? Ich könnte hier einfach etwas Geld... weiß jemand den Preis des Pferdes aktuell? Wie hoch steht der Kurs? 2 Gold? 20 Goldstücke. Reden Sie wahr? Die Geschäfte haben geschlossen. Aber doch nicht. Bürgermeister, kennen Sie nicht mal die Öffnungszeiten? Der Bürgermeister steht nie vor geschlossenen Geschäften, höchstens vor geschlossenen Herzen und dieser weiß er stets zu öffnen. Schreiben Sie, ich habe deine Sachen. Nun, es wird doch möglich sein, hier ein Pferd zu kaufen. Ich kann doch schlecht zu Fuß beim König antanzen. Prinzessin, Achtung, Prinzessin. Ich hab die Dame, glaube ich, gerade in das Posthaus gehen sehen. Bumhoff, ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, dass Sie mich zu Fuß zum König führen und ich Ihnen beritten folge. Das ist unter meiner Würde. Das würde Ihnen ja gefallen, ja? Und dann hebt Ihr Ross das Schwänzelein und kackert noch auf den Weg, den ich beschreite. Nein, nein! Was? Ich hab nichts getan. Ich warte auf die Pferdeverkäuferin. Das haben jetzt alles Sie sich ausgedacht. Jeder der Weg, der für ihn vorgesehen, nicht wahr, mein Herr? Wahrlich, Ritzelwicht! Sehen Sie, Bumhoff, dies ist ein treuer Diener, ein guter Mann, ein rechtschaffener Mann. Herr Weberlichen, Sie sitzen wahrlich auf einem hohen Ross. Wenn Sie glauben, dass der Herr Ritzelwicht nicht längst Teil dieser schändlichen Intrige ist, die zum Ziel hat, auch Sie zu stürzen von eben jenem Ross, auf dem Sie sitzen. Haha, auch bald wird Ihr Ende kommen. Ich versuche es zu verhindern, mit Ihnen oder ohne Sie. Bumhoff, beschuldigen Sie meinen treuen Ritzelwicht? Klang ganz danach, mein Herr. Sie nennen ihn getreu? Nun, wenn es Ihr Auftrag ist, Ihren eigenen Untergang und den Untergang des ganzen Adelstums herbeizuführen, ja, so handelt er dann nach Ihrem Wunsch und Wille. Dann soll es dieser werden, Herr Weberlichingen. Wo ist denn diese Pferdeverkäuferin? Vom Wahnsinn gebeutelt. Grüßt euch. Grüßt euch. Hier bin ich. Ich benötige sofort ein Ross. Herr vom Adelsgeschlecht, hättet ihr vielleicht eine Sekunde für... Ein Ross, was für ein Ross denn? Ein schnelles und edles, ein prächtiges. Moment, woher haben Sie dieses Pferd? Kommt bitte zur Seite, wenn das möglich ist. Diebstahl, Herr von Weberlichingen hat Ihr Ross geklaut. Nein, die Königsgarde und Herr Weberlichingen haben die Pferde getauscht. Diebstahl! Getauscht? Wahrlich. Dieses Pferd stand bis eben noch hier. Das kann ich bezeugen. Möglich. Ich ritt es von Besitz der Arena. Und wollen Sie jetzt den Herren beschuldigen? Ja. Wir sind, also selbst der Hauptmann der Königsgarde kann bezeugen, dass wir das Pferd von der Arena mitgenommen haben. Okay, und wo befindet sich dann das Pferd, was hier vorher stand? Ja, das würde mich auch interessieren. Das Pferd, was da hinten stand. Haben wir den Pferdedieb? War das auch ein gechecktes, Herr von Elsterling? Das war ein schwarzes, das beste Pferd aus meinem Stall. Das möchte ich kaufen. Nein, denn, weil vorhin lag auch, also sehr, sehr früh am Tage lag ein totes, gescheckttes Pferd wie dieses hier, da vorne an der Hauptstraße zur Richtung Burg. Das war nicht meins. Pizza-Reste sind immer gut. Nee. Aber das ist halt schon einige Stunden her. Bei mir wurde ein Pferd geklaut. Ja, und mir 2. Und Sie, Herr Bürgermeister, haben sich immer noch nicht darum gekümmert und möchten jetzt ein weiteres kaufen bei mir. Wie soll ich das alles bezahlen? Und züchten und füttern? Wie soll das gehen? Selbstverständlich zahle ich in barer Münze für das Pferd. Sie wollen also das beste Pferd aus meinem Stall, richtig? Selbstverständlich, nur das Beste. Ich auch. Aber das hat der Herr von Elsterling doch schon. Diese fahle Meere? Ich hatte es, bis es mir gestohlen wurde. Vielleicht steht es wieder im Stall. Vielleicht ist das Geschäftsmodell. Das wurde von einem noch kürzeren Liebesspiel als den Kampf
von unserem guten Bärenbekämpfer hier. Er steht nicht mal. Das hier? Mein Pferd war pechschwarz. Okay. Herr Bürgermeister? Ja? Ich würde doch niemals ein Pferd klauen. Aber gar nicht das haben. Hier deswegen ist Chestnut. Das gehört zu den besten Pferden meines Stalles. Ein wunderbares Abstand. Horse ist. Ein Paradepferd. Dieses Pferd darf ich Probe sitzen. Oh ja, man sitzt sehr gut. Selbstredend. Ja, das gefällt mir gut. Möchten Sie dieses Pferd erwerben? Ja, ich werde es erwerben. Was macht es, werte Frau? Das macht 12 Taler, da es wahrscheinlich auch von Ihnen als Turnierpferd verwendet wird, richtig? Nein, das habe ich nie gesagt. Nein, nicht als Turnierpferd. Gelobt sei das Königshaus, gelobt. Dann nur kostet es nur 11 Taler. Ah. Nein, nein. Tragen Sie das gerne so weiter. Ich stehe hinter dem Königshaus. Hier ist Ihr wohlverdientes Geld. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich muss jetzt meinen Brief abgeben. Ich muss leider los. Vielen Dank. Ich danke für euch. Habt ihr Interesse auch an einer Satteltasche, um noch mehr mittragen zu mit dem Pferd? Ja, das klingt doch hervorragend. Was kostet dieses? Das kostet nochmal einen weiteren Taler. Hier, bitte sehr. Sehen Sie, wie ich das Geld habe, Herr von Weberlichingen? Haben Sie so viel Geld schon mal gesehen? Springen Sie ruhig ab, dann schmeiße ich noch eine Münze. Vielen Dank, gute Frau. Sie müssen einmal absteigen, damit ich die Satteltasche installieren kann. Ja, das ist eine gute Idee. So, nun könnt ihr damit auch ganz viel transportieren. Sie sind eine gute Frau. Bumhoff, ich habe beschlossen, Sie zum König zu begleiten. Es muss Licht in dieses Dunkel gebracht werden. Na endlich kommen Sie zu Sinn. Zu anschließen und ist ja der König. Mein lieber Mauritius. Ja. Der Adel muss sich wehren. Da vorne befindet sich das König. Ist dort der König vor uns? Der König. Wahrlich. Herr König. Reitet hier. Herr König. Finden wir diesen schändlichen Brief was geschrieben. Was geschieht hat, hier? Mit Ehrfurcht und Gewalt. Wunderbar, gar wunderbar. Ach, meine Tochter, ich dachte schon, du wärst verloren, aber du scheinst zu Sinnen zu kommen. Ich bin nur hier, um nachzuschauen, ob hier jemand den Posten besetzt hat, des Dorfwächters, just in diesem Moment. Ah, das bin ich. Trete er hervor. Sir Vertreticus. Sir Vertreticus? Ich, ich, eure Anwesenheit in der Garde war mir nicht bewusst. Wo kommt ihr her? Auf Geheiß von Herrn, beziehungsweise Sir, Edwin, für nur heute. Nun, ich war. Verzeiht, ich bin ein bisschen nervös. Edwin in den Kerker sperren zu lassen. Denn. Aber warum? Der Verdacht schließt sich mir durch den Kopf, dass er mich. Dass er mich verarschete. Aber. Sir Edwin, der Freundliche? Können alle Anwesenden hier bezeugen, dass dieser Mann hier die ganze Zeit aufgepasst hat aufs Dorf? Ja, ja natürlich. Ja, nein. Ebenso, wenn ich hier durchgeritten bin, zu Fuß. Wer sagte nein, hervortreten? Ich habe ein Nein vernommen. Ist das jetzt der König da? Ja, oder? Der Fuß wurde nicht aufgehalten. Da muss ich ja hin. Tut mir leid, ich habe es Nein gesagt. Ja, Bergclaw, Sir, Valen Van Hell, herzlichen Dank euch. Wo ist denn jetzt hier schon wieder der Herr von Murislingen? Sir Edwin versicherte mir, dass an seiner Stadt hier jemand die Dorfwache übernahm. Ich ritt hier hin, um nachzuschauen. Dieser Herr, der sich mir gerade vorstellte als Herr Sir Vertreticus. Kann man eigentlich das Pferd umbenennen? Scheint hier aber für Ordnung zu sorgen. Ich glaube, alles ist im Lot. Was Ordnung? Es gibt hier keine Ordnung. Es gibt Vandalismus und Diebstahl. Wer wagt es, über dem König zu sprechen? Das kann ich bestätigen. Das stimmt allerdings. Vandalismus und Diebstahl. So, schweiget alle still. Vandalismus und Diebstahl. Und, ja, von Elsterling tretet hervor und tragt mir den Bericht vor. Ich muss mal an die andere Seite, damit der König mich wahrnimmt. Wappen wurde mehrmals an diesem Tage schon beschmiert. Und mein frisch gekauftes Pferd wurde mir gestohlen. Und niemand dein König
Hab ich aus Versehen. Glaubt mir, ein Wort an euch zu richten. Meine Familie unterstützt. So, lasst den Mann aussprechen. Lasst den aussprechen. Jawohl. Ich möchte, dass das natürlich schnellstmöglich behoben wird, weil es kann nicht sein, dass wir als Adelsfamilie hier so vorgeführt werden. Stellt ihr gerade Forderungen ans Königshaus? Nicht ans Königshaus. Das hab ich auch so vernommen. An die Wachen, die für unsere Sicherheit und Ordnung sorgen sollen. Nun, Herr... Wenn du dazu vielleicht was sagen? Habt ihr jetzt ausgesprochen? Der einzige Grund, warum Sir Edwin nicht mehr anwesend ist, ist, er hat sich aufgemacht der Untersuchung dieses Vorfalls. So. Aber mir kamen viele Berichte zu Ohren, dass hier die Ordnung gestört wäre im Dorfe und hier allerhand Unziemlichkeiten vonstatten gehen. Dies kann ich nicht dulden. Ich werde vermutlich morgen die Dorfwächterschaft auf 2 erhöhen. Eine exzellente Idee, Eure Majestät. Eure Tatkraft und Initiative sind eine Inspiration für uns alle. Großartig! Gepriesen sei ich! Ich bin der König! Gepriesen sei er! Sie sind der beste König, den ich je gesehen habe! Ihre Krone leuchtet hell wie die Sonne! Ich will mein Leben für sie geben! Ein Hoch auf den König! Sehr schön, dass euch das aufgefallen ist! So! Huch! Was vernehmen meine Ohren? Liebliche Klänge? Ich muss los! Herr König! Auf ein Wort, werter Monarch! Jetzt, in dem Moment? Nun, wie es Ihnen geziemt, werter König. Doch es ist von Dringlichkeit. Von hoher Dringlichkeit. Herr Bürgermeister, wenn ihr das so empfindet, dann sprechet. Nun, werter König. Warte! Sie kennen doch sicherlich... Warte! Wer hat euch erlaubt, aufzuhören zu singen? Singt weiter! Völlig zu Recht haben Sie ihn dort angeschnauzt, in einem immer noch viel zu milden Ton. Werter König, kennen Sie vielleicht den mir anvertrauten Knecht, Julius? Nun, ich möchte Sie nicht mit solchen Nebensächlichkeiten langweilen. Selbstverständlich hat diese unbedeutende Person keinen Platz im Herzen und im Verstand des Königs. Lassen Sie mich schnell berichten. Mein Knecht ist mir untreu geworden. Hinter meinem Rücken hat er intrigiert, um mein Amt und mein Leben hinwegzufegen. Er hat einen feigen Mordanschlag gegen mich geführt, der zum Glück vereitelt werden konnte. Und mit Hilfe des Magiers habe ich ihm ein Geständnis entlockt. Er arbeitet hinter meinem und auch hinter dem eurigen Rücken an einer allumfassenden Intrige, die sicherlich nicht nur das Ende meines Adelshauses bedeuten würde, den von Ihnen, werter König, eingesetzten Bürgermeister, sondern darüber hinaus den kompletten Feudalismus selbst. Alle Adelshäuser und sicherlich auch das große Königshaus sind bedroht. Dieser Knecht Julius, er hat gestanden vor dem Magier, dass er mit einer nicht näher zu bezeichnenden weiblichen Frau an etwas Großem arbeitet. Ich fürchte um ihr Leben und ihre Position und ich bitte Sie, dass Sie die Wachen anhalten, diese schändliche Person zur Strecke zu bringen. Das klingt äußerst besorgniserregend. Ich werde eine Unterredung mit dem Magier führen und wenn eure Vorwürfe bestätigt werden von jenem Magier, sofort die Hinrichtung veranlassen des Knechtes, von dem ihr dort sprachet. Sie sind mir natürlich noch eine Weile gefoltert wurde im Keller, um ihm alle Geheimnisse zu entlocken, welche noch in ihm schlummern könnten. Ja. Sie sind ein weiser und tatkräftiger Monarch. Dreimal hoch! Für unseren König! Hoch hoch! Hoch hoch! Hoch hoch! Ein hoch! Hoch hoch! Unser König! Ein Hoch auf mich und meine Weisheit! Sehr wohl! War das alles? Ja, für den Moment, Herr Monarch. Singt! Wundervoll. Welcher Moment, Bade, Eure Hoheit? Hier sind zwei Baden. Der Reisende, der war eindeutig besser. Ein Duett. Haben Sie gesehen, Herr von Weberlichingen, wie dick ich mit dem König bin? Wir sind quasi unzertrennlich. Oh je. Haben Sie das gesehen, Sie alter Schleimer? So singt
Angeber. Wie er mich angesehen hat? Hat er sie schon mal so angesehen? Es wird sich noch zeigen. Das wird interessant. Es wird sich noch zeigen, ob ihre Vorwürfe berechtigt sind. Aber es wundert mich übrigens gar nicht, dass sie in ihrem Knecht nicht in der Lage sind, Loyalität zu inspirieren. Naja, im Gegensatz zu ihnen weiß ich halt nicht, wie man mit Knechten umgeht. Sie waren ja selbst lange einer, daher wissen sie ja, was man will als Knecht. Ruhe! Ruhe auf dem Marktplatz! Ruhe! Entschuldige mich, Bohoff, meine Sippschaft ruft. Der König, er ist so weise. Da kann wohl keiner was sagen, zum Beispiel Scheiße. Der König, so schlau. Das weiß doch jeder Wauwau. Der König ist der Größte. Und so. Der König, er sieht auch noch sehr gut aus. Das hält doch keiner hier aus. Und jetzt ihr, anderer Base. Das war wundervoll. Aber sehr gerne. Da müsst ihr aber eins drauflegen. Oh, weiser König, was für eine Ehre für mich, euch zu besingen. Oh, weiser König, wie schön, dass ich auf dieser Bühne stehen kann, um zu singen. Es ist mir eine Ehre, in euer weises Gesicht zu sehen. Es ist mir eine Ehre, im Glanze eurer Krone vor euch zu stehen. Euer Wohlklang, eure Stimme sind mir ein Pläsier. Es gibt nicht viele Dinge, die man besingen könnte, wie die Schönheit von Okay. Ganz wundervoll. 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 Es erfüllt mich mit Freude, dass es euch gefällt. So schön. Beide äußerst amüsant. Aber, wie man weiß, ist es so, bei den Baden, am Ende kann es nur einen geben. Ich werde innerhalb einer Woche bestimmen, welcher von beiden das ist. Und der andere darf leben. Andersrum. Ich meine, ihr habt mich verstanden. Zweifelt nicht meine königlichen Worte an! Was ist hier los? Eine weiße Wahl, euer König. Ihre Worte sind die besten. Weitere Details werden folgen. Gott sei Dank, ja! Einem geht der Arsch auf Grundeis, würde ich sagen. Marktschreier! Schafschreier! So gehe er seinem Tatwerk nach und schreie es bald heraus. Ich habe noch nie einen Schrei von Ihnen gehört. Was zwischen diesen Baden? Soll ich den königlichen Ablass blasen? Da reitet er dahin. Na gut, ich habe ja meine Bitte platziert. Innerhalb einer Woche kommt es zu einem Duell zweier großartiger Musiker. Und nur einer von denen wird lebendig noch weitere Tage hier auf diesem Marktplatz mit schönen Liedern verbringen dürfen. Der andere hingegen, den erhält ein übler und grausamer Tod. Nun liegt es an den beiden, diesen Showdown beizuwohnen und letzten Endes den König zu überzeugen. Tragt es weiter in die Welt hinaus und noch viel, warte viel mal, das weiter ich drüber. Gesehen. Halt! Stopp! Hier spricht der Bürgermeister! Stopp, Knecht! Sie haben mir gar nichts zu sagen. Glauben Sie, ich lasse mich für dumm verkaufen? Was wollen Sie von mir? Wir kennen uns doch gar nicht. Ja, dann bleiben Sie halt stehen. Dann lernen wir uns mal kennen, Knechtmann. So. Wie kann ich Ihnen helfen, mein Herr? Glauben Sie, so ein dummer Hut würde Sie schützen? Glauben Sie, ich habe nicht gesehen, was Sie dort eben auf den Marktplatz vor meine Füße geschmissen haben, Sie elendiger Verräter?
Kommen Sie jetzt freiwillig mit oder muss ich Sie zu Tode reiten? Mein Herr, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich bin gerade auf der Insel angekommen. Pappalapapp! Sie schändliches Lügenmaul! Nehmen Sie sofort die Kopfbedeckung herunter! Von dem Sündenpfuhl eines Kopfes, aber, den Sie auf Ihren dümmlichen Schultern tragen! Mein Herr, wir kennen uns doch gar nicht. Ich bin gerade auf der Insel angekommen. So ein Quatsch! Sie sind es doch, Julius! Gucken Sie mich mal an! Wer ist Julius? Julius heißt mein Bruder. Aha! Wegen ihm bin ich auf diese Insel gekommen. Seinetwegen? Okay, fangen wir vorne an. Was habt ihr da gerade auf dem Marktplatz vor meine Füße geschleudert? Und warum seid ihr dann getürmt wie ein Tagedieb? Ich habe gar nichts geworfen, mein Herr. Ich habe sie dabei beobachtet. Wenn das ihre erste Lüge ist, wie soll ich dann die weiteren nicht entlarven können? Entweder sie verpflichten sich der Wahrheit oder sie sind der Lüge anheim gefallen. Jetzt reden Sie endlich, Mann, oder ich werde Sie hier an Ort und Stelle mit der mir ausgewiesenen königlichen Autorität hinüberprügeln ins Jenseits. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Was haben Sie da gerade auf den Boden geschleudert? Es könnte sein, dass ich meinen Trinkschlauch verloren habe. Aber ich habe ihn da direkt wieder aufgehoben. Los, sprich die Wahrheit! Au! Sprich die Wahrheit! Ich spreche die Wahrheit! Ich spreche die Wahrheit! Du kommst jetzt mit mir mit! Wenn du wirklich einfach einen... Trinkschlauch noch wieder aufheben? Nein! Wenn du einfach wirklich der Wahrheit verpflichtet bist, dann hast du nichts zu befürchten. Aber falls du ein lügender, mördernder Verräter bist, dann wirst du dein gerechtes Schicksal erhalten. Los! Vorwärts, zurück ins Dorf! Aber langsam. Wo geht's denn lang? Hier, los! Immer der Nase des Pferdes lang. Jawohl, mein Herr. Gott, ich weiß nicht mehr, wo das... Wo ist denn das Dorf? Hilfe, ich werde entführt. Klappe! Weiter nach vorne zum Richtung Marktplatz. Jawohl. Und lassen Sie die harmlosen Bürger dieser Stadt in Ruhe. Aber mein Herr, was genau gibt Ihnen das Recht, einen wehrlosen Bürger, der gerade auf der Insel angekommen ist, zu verprügeln? Ihre Lügen zum Beispiel. Zum einen behaupten Sie, Sie hätten nichts auf den Marktplatz geschleudert, obwohl ich Sie dabei beobachtet habe. Und dann behaupten Sie, Sie wären der Bruder von Julius, obwohl Sie ihm bis aufs Haar gleichen. Aber was für Beweise haben Sie denn, mein Herr? Ich habe Julius Knechtelmann wie einen Sohn großgezogen. Und ich habe ihn unter Zeugen dabei beobachtet, wie er Verrat begangen hat, Hochverrat an der Krone, am Feudalismus, am Bürgermeister. Das würde mein Bruder niemals tun. Kommen Sie mit zur Wache. Los, vorwärts. Die Wache ist dort hinten. Weiter, weiter. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Warte aus. Da hinten steht ein Schild, da steht Wache drauf. Oder können Sie etwa auch nicht lesen? Los, vorwärts! Nein, kann ich nicht. Vorwärts! Rein da ins Wachgebäude, los! Vorwärts! Ansonsten lasst einfach nach mir schicken. Herr Knecht, sind Sie das? Rein, los, gerade durch! Dass ich das doch erleben darf. Herr Bürgermeister. Ja. Jetzt da herausgekommen ist, dass ich nicht für Ihren Mordanschlag zuständig war. Könnte ich ein bisschen Kompensation dafür bekommen, weil ich mit Kacke, Essen und Schlägeln beworfen wurde? Wir kommen später zu Ihrer Kompensation. Selbst reden sollt ihr dementsprechend wiederhergestellt werden. Doch nun eilt die Zeit.
helfen Sie mir, Ihren Ruf wiederherzustellen, indem wir diesen Mann hier in den Knast werfen, um ihn zu befragen. Wissen Sie, wo die Wachen sind? Selbstverständlich. Mit welcher Autorität? Mit der des Bürgermeisters. Handeln Sie hier? Ist hier los? Mehr als Sie mit ha! Haben. Sir mein Edwin! Herr, Sie habe ich gesucht! Ja, Sir jawohl. Edwin, sehen Sie sich ja, diesen Mann an? Sie hier in dem Wachhaus? Ich wollte Ihnen diesen Täter bringen. Das ist angeblich Fritz Knechtelmann, der Bruder des Julius Knechtelmann. Vielleicht erinnern Sie sich, Julius Knechtelmann war mein ehemaliger Knecht, der einen Mordanschlag auf mich verübt hat und die ganze Adelsgesellschaft und den König vernichten will. Und jetzt kommt er dahin, sieht genauso aus wie Julius Knechtelmann und behauptet, er wäre sein Bruder Fritz und er wüsste von nichts. Aber dabei habe ich ihn beobachtet, wie er eben auf dem Marktplatz, als der König zugegen war, ein sehr mysteriöses Bündel auf den Boden schmiss, um dann Reis auszunehmen und schnell davon zu laufen. Ich bin ihn mit meinem treuen Ross hinterhergeritten, habe ihn zur Rede gestellt und er behauptete, er habe nichts auf den Marktplatz geschleudert. Dabei habe ich ihn genau dabei beobachtet und diese Lüge war die erste und die zweite folgte. Er behaupte nämlich, er sei nicht Julius Knechtelmann, sondern Fritz Knechtelmann. Und da habe ich gedacht, zum Wohl des Königs und der ganzen Stadt muss ich ihn den Wachen zum Verhör zuführen. Was sagen Sie, Sir Edwin? Verprügelt haben Sie mich. So weise. Sie haben das Gesetz in ihre eigenen Hände genommen. Das wird keiner von uns tun, denn diese Entscheidung, ob Gnade oder Ungnade, hat nur der König oder gegebenenfalls der Prinz zu fällen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Wir bringen ihn erstmal in Richtung Kerker. Dort wird sich unser Kerkermeister mit ihm beschäftigen. Und dann soll der König entscheiden. Kommt ihr freiwillig mit? Ich bin gerade mit dem Schiff angekommen. Natürlich komme ich mit. Aber gut. Was wird hier denn vorgeworfen? Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich wünsche viel Spaß, Julius. Wer ist Julius? Mein Name ist Fritz. So, so. Sehr gespannt. Ich bin hergekommen, weil mein Bruder gesagt hat, hilfreich, wenn ihr Zeugen habt. Gutes Leben. Natürlich habe ich die. Er hat keine Zeugen. Ich habe eine hervorragende Idee, Herr Wachtmeister. Der Magier des Königs verfügt über Kräfte, die des normalen Menschen weit übersteigen. Er könnte eine Probe durchführen. Und dann wissen wir, ob es sich bei Fritz Knechtelmann nicht um Julius handelt. Wir müssen nur den Magier aufsuchen. Das könnt ihr dem König gerne vorschlagen. Ich maße mir nicht an, diese Entscheidung selbst zu fällen. Natürlich nicht. Sie sind nur ein loyaler Untertan. Etwas, wovon der Knechtelmann nichts versteht. Das nur verbietet er. Ich verhungere gleich. Ich glaube, dein Hunger ist gerade deine einzige Sorge, deine geringste Sorge, meine ich. Männer, das Tor aufladen. Gefangener Mann, Marsch. Gefangener? Was hat er denn angestellt? Was, wer ist das denn? Das werden wir gleich gar klären. Gar nichts. Cooles Kostüm. Der König zugegen. So nimmt alles seinen Lauf. Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, was er da auf den Marktplatz geschmissen hat, leider. Es wäre natürlich irgendwie cool, wenn ich das vorher hätte aufsammeln können, aber ich musste ihm hinterher reiten. Wache. Der Kerkermeister anwesend. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube nicht. Folgen wir mal erstmal. Jawohl, mein Herr. Ich reite einfach mit meinem Pferd in den Thronsaal. Da wird sicherlich niemand ein Problem mit haben. Hallo, Kerkermeister Balui, Herr Davidov, wer zugegen? Komm ich da durch oder? Ich glaube, da werde ich vom Pferd. Hallo. Der Bürgermeister eigentlich mit dem Pferd im Schloss? Ich bin sehr entschlossen. Was maßt er sich an? Das Pferd sofort raus, das scheißt dir alles voll! Nein, das Pferd ist des Scheißens nicht mächtig. Wo ist der Kerkermeister anwesend? Das
Ein Gefangener. Die Verhörung. Okay, ich verstehe. Er muss sofort in den Kerker. Vorgeworfen vom Bürgermeister. Ja, bringen Sie in den Kerker. Ich suche den. Den Kerkermeister. Ich kann Ihnen da nicht helfen. Ich verstehe das alles nicht. Nur heute mit dem Schiff angekommen. Nun lande ich in den Kerker. Hab irgend so ein Verrückter gesagt, ich habe irgendwas getan. Schön da stehen bleiben. Ja, wo mein Herr? Ha, ich muss doch mal die Wachen loben. Das ist wirklich eine ausgezeichnet ausgebildete Truppe. Das ist mein... Ich schlawenzel hier einfach. Ich darf hier wahrscheinlich gar nicht überall hin. Wo ging's denn nochmal raus hier? Mein Pferd! Ah, steht's da hin? Haben wir mein Pferd geklaut? Was ist mein Pferd? Verzeihung. Haben Sie mein Pferd gesehen? Der Herr Zweigling ritt vorhin auf einem Pferd raus und hat gesagt, der Bürgermeister wäre ein... Naja, also, es wäre das Pferd vom Bürgermeister oder sowas. Ja, das ist korrekt. Und hat er auch gesagt, wo er mit meinem Pferd hinzureiten gedachte? Ich glaube, er ging zum Tor. Hab Dank. Sehr wohl, mein Herr. Muss gucken, ob mein Pferd. Ah ja, da hat er es abgestellt. Sehr gut. Sie wissen, was morgen für ein Tag ist, Herr? Der Tag, wo Sie mir weiter in der Marsch vorbeigehen, wenn Sie weiter so frech sind. Anscheinend haben sie keinerlei Ehre oder Verstand. Morgen ist der Tag, der Todestag der Königin. Das ist ja schön. Aber wenn sie weiter so frech sind, dann wird es morgen vielleicht auch ihr Todestag. Schön finden sie das? Husch, husch, abmarsch. Darüber. Ich finde das alles nur nicht schön, dass morgen der Tag, der Todestag der Königin ist. Sie riskieren hier eine ganz schöne dicke Lippe. Das wissen sie aber schon. Herr Medikus, Sie haben die Worte gehört. So, wo ist der König? Wo ist die Wache? Tatsächlich weiß ich wirklich nicht, ob er jetzt einen anderen Charakter spielt oder ob das derselbe Typ ist, also und das auch Teil des Roleplays ist, dass er derselbe Typ ist. Ich weiß es ja, weder in-game noch out-game. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gut, dass ich ihn ertappt habe. Sir Edwin! Ja. Gibt es Neuigkeiten? Nee. Keiner weiß, wo der Kerkermeister ist. Wie soll man jemanden einsperren, wenn man keinen Kerkermeister hat? Sie haben völlig recht. Aber diese Person könnte der Schlüssel sein zur Aufdeckung einer unglaublich großen und gefährlichen Intrige, die eventuell auch vor dem Königshaus nicht Halt macht. Ich halte es für unabdingbar, dass wir diese Person festsetzen. Stellen wir jetzt eine Wache ab. Da. Ihr müsst einen Gefangenen bewahren. Okay. Verstanden. Wir brauchen natürlich den Magier. Wer ist das? Ist das der Kerkermeister? Der Gefangene. Was macht der Dorfvogt hier? Sobald der Kerkermeister ein. Zertoromir! Wird er eingesperrt. Sie werden nicht glauben, was passiert ist. Erinnern Sie sich an meinen Knecht, der hinterrücks eine Intrige geplant hat und einen Mordversuch durchgeführt hat. Das behaupteten Ihrer, ja?
Nun, der Magier hat die Lüge des Knechtes aufgedeckt. Daraufhin habe ich ihn angezeigt bei der hiesigen Obrigkeit. Das wird ihn sicherlich zu Ohren getragen worden sein. Dann verschwand er natürlich, um sich vor seinen Häschern zu entziehen. Und dann, eben gerade als der König auf dem Marktplatz war, da kam ein schlimm aussehender Scherge in Lumpen und schmiss etwas vor die Füße des Königs und lief. Und lief dann, so schnell es seine Schergenfüße erlaubten, davon in den Wald. Aber ich bin ihm nachgesetzt. Und siehe da, es war Julius Knechtelmann. Und er behauptet jetzt aber, er wäre der Bruder von Julius Knechtelmann, Fritz Knechtelmann. Und meint, er würde sich an nichts erinnern. Aber wissen Sie was, Herr Sir Toromir? Er hat geleugnet, dem König etwas vor die Füße geworfen zu haben, obwohl ich es mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Aber es gibt eine Lösung. Und zwar müssten wir erneut die Dienste des Magiers benutzen. Er könnte die Lügen aufdecken oder die Identität bestätigen. Was halten Sie davon? Nun, ich glaube, es wäre ein Ansinn, den Magier diesbezüglich aufzusuchen. Kommt Sir Edwin bei Ihnen alles soweit in prächtiger Ordnung? Ich blute. Ja, ich habe den Gefangenen in den Kerker bringen lassen. Leider fehlt unser Kerkermeister, aber ich habe eine Wache abgestellt, um den Gefangenen vorerst zu bewachen. Welcher Gefangene? Der Gefangene, von dem wir gerade gesprochen haben. Also der Bürgermeister hat doch diesen Knechtelmann, Bruder, wer auch immer es sein soll. Ja, das war eine Anspielung. Dieser ist, okay. Ist im Kerker. Nun, sehr gut. Dann also haben wir direkt verhaftet. Die Prinzessin ist da. Schön. Hoheitlichkeit. Der Prinz ist entschwunden. Er ist nirgendwo aufzufinden. Wir müssen einen Suchtrupp zusammenstellen und ihn finden. Herr von Bogenhoff. Wie, warum ist der Prinz entfleucht? Deswegen, so mein Bruder seit fast einer Stunde. Ihr Katzen, das Pferd habe ich an das Tor gestellt. Herr Zweigling, herzlichen Dank dafür. Das andere letzte ist bei der Arena beim Bärenkampf. Herr Wilbert von Wormhoff, nehmen Sie sich einen meiner Gardisten und reiten Sie zum Magier und ersuchen Sie ihn. Ich habe andere Dinge zu tun. Ich tue, wie geheißen. Prinzessin. Haben Sie den Herrn... der Prinz wurde zuletzt gesichtet bei der Sir Toromir gehört. Wer von Ihnen möchte mich begleiten? Jawohl, ich habe Schmerzen. Kommen ich Sie. Weiß es nicht. Ich kann nichts tun. Haben Sie ein Ross? Haben Sie ein Ross, werter Wachmann? Jawohl. Gut, 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 gut. Ich hole eben ein Ross. Ich warte hier. Oder auch nicht. Wir müssen den Magier ausfindig machen. Der wird dann, denke ich mal, in seinem Magierturm sein, oder? Gut, ich reite ihn nach. Hervorguckt. Ja. Danke. Bin ich echt der Vogt? Ist Vogt und Bürgermeister das gleiche? Ungemütlich, so wie sie da reiten. Ja, das ist schon alles gut. Dankeschön. Ich reite gerne mal am Steiß. Der Steißritt ist ein Schweißritt. Hat meine Mutter immer gesagt. Kein Sinn. Ah, ich sehe schon. Da ist der. Das X-Bein-Problem. Ja, ja. Dann müssen wir hoffen, dass er zu Hause ist. Oh, Lara! Schon Nacht. Vielen lieben Dank für den Raid, liebe Lara. Das ist ja nett. Wir spielen gerade Rustalot. Wir sind auf dem Server. Den Toro und Oscar, aka Shuggis und Ben & Paper gebaut haben. Und wir sind hier gerade in einem sehr actiongeladenen Storyplot. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein mittelalter Roleplay-Server. Ich bin der Bürgermeister und wir versuchen gerade den Magier zu finden, der uns mit einem magischen Verhör Auskunft darüber gibt, ob ein Charakter, den wir festgenommen haben, ja, quasi Böses plant oder nicht. Hätten Sie noch eine Idee? Sir Wangelbert, wenn er nicht daheim ist, dann vielleicht ist er im Dorfzentrum. Wir sollten es dort probieren. Und was gab's bei euch so Schönes? Was habt ihr gemacht?
Ich weiß gar nicht, habt ihr auch. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob Lara auch dabei ist, ehrlich gesagt. Ist Lara auch. Na, selbstverständlich. Spielst du auch mit, Lara, wenn du noch da bist? Spielst du auch mit beim Rustalot? Das haben sie gerade gesagt, ich konnte sie gerade nicht verstehen. Nee, alles gut, verzeihen Sie, ich hab nur einen, das war der Wind, das war der Wind. Okay. Ah, Phasmophobia gespielt. Ja, okay, ja gut. Das ist ja ähnlich gruselig wie dieser Mordkomplott. Du da, Schreiber! Ja? Ich? Hast du den Magier gesehen gehabt? Den Magier? Also, ja, ich hab den Magier nicht gesehen. Der ist in seinem Haus da drüben und macht die ganze Zeit irgendwelchen blauen Zauber und führt irgendwas Böses im Schilde wahrscheinlich. In welchem Haus? Wir haben ihn in... Sein Haus ist nicht zu verfehlen. Das ist das Große. Mit den blauen Leuchten außenrum. Das ist ein Turm. War nicht vorzufinden. Könnte es sein, dass er bei der Schankmaid ist? Schankmaid? Ich hab ihn in der Bar nicht gesehen. Probieren wir es trotzdem. Okay, dann werden wir da hinten mal. Auf geht's. Dallas, wenn Sie den Magier sehen, sagen Sie bitte, die Stadtwache sucht ihn. Hier, ne? Hoffentlich ist er hier. Ich glaube, du schläfst hier heute im Gasthaus. Ich glaube, es gibt nur eine Runde. Weißt du das? Herr Magier! Auf ein Wort! Warum werde ich gesucht? Sie meinen wohl Herr Scharlatan. Nein, nein, er ist kein Scharlatan. Er ist ein magiebegabtes menschliches Wesen. Herr Magier, wir brauchen Sie ganz dringend im Palast. Haben Sie ein Pferd oder wollen Sie sich wieder teleportieren? Ich werde mich auf den Weg zum Palast machen. Bis es ist gleich. Eine wichtige Angelegenheit. Wir benötigen Sie. Kommen Sie, Herr Wache, Mann. Ich habe einen Namen. Ich werde Sie zur Festung geleiten. Danke sehr, ich reite Ihnen hinterher. Sie reiten so weit hinten. Haben Sie den Steißritt für sich entdeckt? Ich wollte das mal ausprobieren. Ja, der ist auch ganz fantastisch. Aber irgendwie ist das zu gemütlich. Auf geht's, Ihnen nach. So, hoffentlich ist er noch im Knast. Danke sehr. Da sind Sie ja schon. Ich habe auf euch gewartet. Was hervorragend. Kann ich für euch tun? Also, am besten gehen wir mal in den Palast. Auf dem Weg dahin werde ich Ihnen alles erklären, Herr Kadergast. Es ist Folgendes geschehen. Sie erinnern sich vielleicht an meinen unsäglichen, verräterischen Knecht, den Sie aufgedeckt haben. Nun, er ist vor den Häschern der Palastwache geflohen und ward nicht aufzufinden. Und dann, als der König mit seinem Gefolge auf dem Marktplatz war, da sah ich eine finstere, unheimliche Gestalt, die etwas auf den Boden schmiss und dann Reißaus nahm und in die Wälder floh. Ich bin ihm natürlich sofort hinterhergeritten, habe ihn zur Rede gestellt und es stellt sich raus, er sieht haargenauso aus wie mein ehemaliger Knecht. Doch er behauptet, er sei lediglich der Bruder meines Knechtes, was ich natürlich für eine Lüge erachte. Und er behauptet auch, er habe nichts auf den Marktplatz geschmissen, als der König zugegen war. Also er scheint mir voller Lügen zu sein. Es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob es wirklich der Bruder ist oder ob es sich um Julius Knechtmann, den verräterischen Mörder handelt, der dem König und dem ganzen Adel nach dem Leben trachtet. Wir müssen zum Verlies. Wer brüllt denn hier so durch meine Burg? Ruhe! Hallo, wie habt ihr den Magier mitgebracht? Die Herren. Wo ist der Gefangene, Herr Kerkermeister? Wir müssen zum Gefangenen, Herrn Knechtelmann. Mein guter Freund. Nun, Herr Bürgermeister, Magier, womit kann ich helfen?
Nun, wie bereits erwähnt, wollt der Sir Wangelbert, der Herr Karagast und ich den Gefangenen sehen. Herr Bürgermeister dürfen eintreten. Herr Karagast nicht, außer er hat einen plausiblen Grund oder Anweisung vom König. Naja, er ist ja mit mir hier. Egal, ob du mich reinlassen möchtest oder nicht, ich gehe hier ja, einfach. Ja, aber das ist das Schloss des Königs. Aber es geht um das Leben des Königs. Sie bleiben, wo sie sind. Werter Kerkermeister, das Gespräch... Bürgermeister, bitte treten Sie ein. Das Gespräch mit dem Gefangenen muss... Sie dürfen. Das ist sehr nett. Ich benötige die Dienste von Herrn Karagast. Verstehen Sie, es geht um Leben und Tod. Ich bürge für ihn. Habt ihr gehört, werter Henker? Lasst mich doch bitte rein. Und? Nein. Weiß der König Bescheid, Herr Bürgermeister, dass Sie hier sind? Bitte. Dann bringen Sie den Gefangenen doch zu uns heraus. Es ist unabdingbar, dass der Herr Radagast dabei ist. Auch nicht. Sie dürfen gerne gehen, Herr Bürgermeister. Ich werde mit dem König reden. Oder stecken Sie etwa mit? Ich hoffe, das war dir eine Lehre. Und nun verlasst das Schloss wildfremde Personen, die ich überhaupt nicht kenne und zum ersten Mal heute gesehen habe. Ich glaube, der Herr Bürgermeister hat andere Probleme. Um was geht es denn? Was möchten Sie bei dem Gefangenen? Er ist unter meiner Obhut mein Gefangener. Wissen Sie, wer den Gefangenen hierher gebracht hat, werter Gefängnismeister? Nein, ich war ich zu der Zeit in Ich habe der Stadt. Ihn hierher gebracht. Ich habe ihn gefangen genommen, auf frischer Tat ertappt und hierher gebracht, um den König zu schützen, um den Adel zu schützen, um die gottgegebene Ordnung zu schützen. Die Zeugen stehen hier und haben Wachuniform an. Wir haben den königlichen Magier dabei und Sie wollen uns aufhalten? Da frage ich mich natürlich, stecken Sie etwa mit den intriganten Schergen unter einer Decke? Darf ich fragen, was Sie dieser Person im Gefängnis vorwerfen? Mord und Plotterei! Was machen Sie denn hier? Wer hat Sie hier reingelassen? Was? Und, Sie wissen schon, dass der Angeklagte sagt, er ist zu verwechseln mit einer anderen Person. Herr Kerkermeister, Sie haben Besuch. Ja. Neuling. Noch jemand hier. Der werte König. Hoheit. Eure Hoheit. Eure Hoheit. So ein Glück, dass Sie erschienen sind. Der König kommt. Eure Hoheit. Was ist hier los? Nun, lassen Sie mich Bericht erstatten. Ihr werdet informiert. Herr König, ich habe Sie doch... Haltet inne. Dreht euch alle gegen dieser Wand. Alle! Ist dies nicht eine schöne Wand? Ihr könnt nun aufhören, diese wunderschöne Kerkerwand anzustarren. So, ich wollte euch Alarm, nur die Schönheit dieses Kerkers zeigen. Alle an die Burgmauern! Alarm! Das haben sie weise getan. Selbstverständlich ist es eine wunderschöne Burgmauer. Es wurde Alarm geschlagen. Das klingt alle an die Wachen, alle an die Tore. Nun, müssen Sie nicht helfen. Herr Bürgermeister, Sie können reinkommen. Ich brauche doch den Magier. Der Pöbel ist auf dem Weg. Wofür? Dem Magier ist nicht zu trauen, egal was er sagt. Warum glauben Sie das denn? Er hat mir gute Dienste geleistet. Nun, der Magier lügt und betrügt hinter eurem Rücken. Möchte dem König und dem König. Da ist er ja wieder, der Schlägertyp. Trauen Sie diesem Kerl nicht. Trauen Sie ihm einfach nicht. Aber der König traut ihm doch. Er hat wohl den Pöbel aufgestachelt und ist auf dem Weg zur Burg. Ja, weil dieser Möchtegern Magier ihn manipuliert durch und durch. Das sind ja unerhörte Anschuldigungen. Aber warum unternehmen Sie denn nichts? Was soll ich denn tun? Der Magier sorgt dafür, dass mein Freund, der König, mittlerweile anfängt, mir zu misstrauen. Und, nun, was soll ich da tun? Ich verstehe, das ist ein Dilemma. Sie müssen auf jeden Fall diesen Gefangenen gut im Auge behalten. Geben Sie ihm ruhig was zu essen. Er soll nicht leiden. Aber... es besteht große Gefahr, dass er Mitglied oder eventuell sogar Anführer
einer großen Verschwörung ist und wir dürfen diesen Fisch nicht durch die Lappen gehen lassen, sonst sind wir alle in Gefahr. Hat dich jetzt wieder freigelassen? Vielleicht. Stellen Sie doch mal die Fragen, die Sie fragen wollen. So sieht man sich also wieder, ja? Bist du bereit zu gestehen? Ich hab nichts zu gestehen. Okay, dann fangen wir mal vorne an. Mit welchem Schiff seid ihr hierher gekommen? Mit dem Schiff von Kapitän von Waldsee. Kapitän von Waldsee ist seit vielen Jahren tot. Ich kenne ihn. Er war mit mir in einer Parallelklasse. Aber seine Tochter hat doch übernommen. Seine Tochter ist tot. Was? Sie starb vor vielen Jahren. Wie bin ich denn dann hergekommen? Das frage ich mich auch und das frage ich Sie. Aus welchem Land kommen Sie hierher? Aus Deutschland. Aus Preußen, meine ich. Preußen. Aha. Wer ist der amtierende König Preußens? Der gute Fritz. Mhm. Wie alt sind Sie? 35. Ist euer angeblicher Bruder Julius älter oder jünger als Sie? Er ist der ältere Bruder. Wie alt ist Julius? 36. Was wollen Sie hier? Warum sind Sie hierher gekommen? Mein Bruder hat mir erzählt, dass dies hier das gelobte Land sei. Dass man hier gut leben kann. Ich habe einen Brief von ihm erhalten. Zeigen Sie diesen Brief. Ich habe den Brief nicht bei mir. Ich wusste nicht, dass ich den zur Einreise brauche. Wo ist der Brief? Zu Hause? Wo ist... In Deutschland? Euer... In was? Wo? Was ist das für ein Land? Ich denke, Sie kommen aus Preußen. Lügen über Lügen. Ich ertappe Sie immer wieder. Und jetzt eine letzte Frage. Ich lüge nicht. Ihr Wohl und Wehe steht und fällt mit dieser Frage. Was habt ihr auf dem Marktplatz geschmissen? Das habe ich Ihnen doch vorhin gesagt. Meine Trinkflasche. Die ist mir aus der Hand gefallen. Und dann sind Sie weggerannt. Ja, natürlich, wenn jemand hinter mir herreitet und mich verprügeln will. Erstens. Da kriegt doch wohl jeder Panik. Sie hatten im Wald ihre Trinkflasche noch bei sich und haben sie im Wald vor meine Füße geschleudert. Sie sind nicht im Besitz von zwei Trinkflaschen. Genau. Zweitens, sie sind bereits weggerannt, bevor ich ihnen hinterhergelaufen bin. Okay, das ist alles, was ich hören wollte. Ihnen ist nicht zu trauen. Herr Kerkermeister, dieser Mann ist ein schändlicher Lügner. Ich weiß nicht, was er verbirgt. Aber ganz offensichtlich versteckt er sich hinter einer Wand aus Lügen. Wir müssen ihn dringend festsetzen, bis wir dem Komplott auf die Spur gekommen sind. Er arbeitet nicht alleine. Wir müssen seine Mitschergen ausfindig machen. Leute, die das Gesetz selbst in die Hand nehmen, denen ist nicht zu trauen. Ihrem komischen Magier. Ich misch mich da nicht ein. Es ist keine Anweisung vom König, also... Müsst ihr selber damit. Ah, schon wieder das Gesetz selbst in die Hand genommen. Ja, ich verstehe Sie, Herr Kerkermeister. Es ist ein Dilemma. Aber es hängt viel davon ab. Lasse euch die Türen auf. Vielen Dank, Herr Kerkermeister. Machen Sie es vor allen Dingen, wenn ich nicht da bin. Ich natürlich. Möchte mit diesem Magier nichts zu tun haben. Das respektiere ich. Ich werde selbstverständlich Ihre gute Stube nicht besudeln. Aber achten Sie darauf. Achten Sie auf die kleinen Hinweise, die der Magier von sich gibt, wenn er versucht, Sie zu manipulieren. Achten Sie drauf. Danke, das werde ich. Danke für den Hinweis. Nur als kleine Warnung. Jetzt ist er leider weg. Der Magier führt nichts Gutes im Schilde. Nichts.
Haben Sie mitbekommen, dass... Ah, hier, da sind Sie ja. Jetzt würde mich mal interessieren, was hier passiert ist. Haltet ihr es für weise und ratsam? Euer König, ich Herr Lord, hier sind sehr viele Ohren. Ich weiß nicht, ob das jetzt der beste Plan ist, das in der Öffentlichkeit hier zu besprechen. Ich meine, Damen und Herren von der Raute. Wir sind doch am Burghofe. Bitte. Es ist doch nicht die Öffentlichkeit, aber ja, ihr habt recht. Ja, aber da steht der Dorfvogt und. Ist mein Pferd noch da? Was ist hier los? Prinz, ihr seid wohl ich habe was gegen den Kopf bekommen. Ich hoffe, es mich dürstet leicht und ich blute aus dem Auge. Okay, der ist beschäftigt. Eure Prinzlichkeit. Ach, Prinzlichkeit. Hier etwas zu trinken. Nachschauen, König aller Könige. Sehr wohl. Sir Davidoff. Ein paar Erfrischungen. Da wird sich eine weitere Situation ergeben. Der Magier ist leider im Gespräch mit dem König, da kann ich natürlich jetzt nicht dazwischen. Und haben dem König etwas vorzubringen, angeblich Lebensgefahr für die heilige Raute und auch das Königshaus. Oh, jetzt ist er weg. Ich weiß nicht, in spektakulärer Manier. Ja, ob ihr eine Audienz gewährt oder nicht, obliegt euch. Wow. Ich brauche doch den Magier, wo ist er hin? Oh, das ist natürlich höchst ärgerlich. Ja, tretet heran. Die Raute ist... Die wurden vom König gerufen. Ich? Oh. Herr Bohmhoff. Ja. Ich beeile, ich eile. Mein König. Steht zu euren Diensten. Was treibt ihr hier? Was treibt ihr im Kerker? Wieso haltet ihr mir dieses brennende Ding ins Gesicht? Verzeihen Sie, ich wollte lediglich ihrer glänzenden Schönheit etwas an Glanz hinzufügen, aber das ist natürlich nicht nötig. Herr König, Sie erinnern sich doch, dass ich Sie am Marktplatz aufgesucht hatte mit der Bitte, diesen schändlichen Verräter Julius von Knechtemann in Gewahrsam zu nehmen. Nun, als Sie gerade auf dem Marktplatz waren, kam eine lumpige Gestalt und schmiss etwas vor Ihre Füße. Ich habe das beobachtet und bin ihr natürlich sofort hinterhergerannt auf meinem Pferd. Und die Person wollte sich in den Wald stehlen und sich dort verstecken oder mit ihren Komplizen treffen. Ich habe sie zur Rede gestellt und es stellte sich heraus, diese Person gibt sich als der Bruder von Julius von Knechtelmann aus und sie verstrickt sich von einer Lüge in die nächste. Und der Magier hat bereits bezeugt, dass dieser Knechtemann sich inmitten einer Intrige befindet, die vor Mord nicht zurückschreckt. Und ich mache mir große Angst um sie. Und da ist der Magier. Und wir haben jetzt die einmalige Möglichkeit, wo er hier im Knast sitzt, mit den magischen Fähigkeiten des Magiers zu prüfen und zu testen, ob er die Wahrheit spricht oder ein schändlicher Lügner ist, der nach ihrem Leben trachtet, Herr König. Julius Knechtemann sitzt in diesem Moment im Kerker. Entweder Julius Knechtemann oder sein Bruder Felix Knechtemann. Wir müssen diesem Schauspiel die Maske vom Gesicht reißen und das vermag nur der Magier zu tun. Kadergast, euer Rat in dieser Angelegenheit? Information. Unabhängig von dem, was der Bürgermeister gerade sagt, die Raute droht uns und sagt, dass wir diese Nacht nicht sicher sein werden. Das ist doch kein Zufall. Die Raute droht uns öffentlich? Pete und Mr. G, herzlichen Dank. Wohl wissend, dass dies in eure Ohren dringen würde, oder? Nein, ich wurde nicht von der Raute erkannt. Ein Skandal, wir sollten uns in Ruhe beraten. Ah! Kind! Höre auf, mir dieses brennende Ungetüm ins Gesicht zu halten! Pass doch auf! Nun, wir sollten uns allerdings um die Kerkerangelegenheit kümmern, dort bevor er verrottet ist, bevor wir ihn befragen konnten. Auf! Was macht der Magier eigentlich ständig Weise hier? Weise und wohlgesprochen! Er berät mich! Ich bin aber, der Berater eurer Hoheit. Seit wann denn das? Seit einigen Monaten, Kind.
Herr König, ich möchte Sie ungern in Ihrem Gespräch mit Ihrer ehrwürdigen Tochter stören, aber wir können den Mann natürlich nicht Ewigkeiten im Kerker festsetzen, ohne ihn überführt zu haben. Also, wenn Sie kurz eine Minute hätten mit dem Magier, würde ich diesen Test sehr gerne durchführen. Ihr habt recht. Kerkerspaß, Freunde. Mir nach. Inspiration. Wo ist mein Bruder? Ja. Endlich werden wir die Wahrheit erfahren. Wo ist mein Bruder? Freunde war allerdings nur eine Floskel. Natürlich seid ihr alle nicht meine Freunde. Ich bin der König. Der Gefangene ist... Wo ist der Prinz? Huch, da ist ja gar keine Tür. Warum komme ich denn hier raus? Ah, da. Da jammert er. Ich bin immer noch am Blutscheißen. Nur weil mich der alte Greis da verhauen hat. So, nun geht es euch an den Kragen. Der Schläger. Sollte ihm etwas aussehen? Warum drängt er darauf, mich zu untersuchen? Solange ich nicht krank bin, bedarf ich keiner Untersuchung. Was kommt diesem Unhold denn in den Kopf, ständig mich untersuchen zu wollen? Hier, euer König. Auch sehr unhöflich. Er hat erzählt von dem Todestag der Königin, der am morgigen Tage wäre. Man stelle mir einen Stuhl. Hat denn niemand einen dann Stuhl hat er gesagt, dabei? Ich soll mich ins Knie ficken. Was? Welche unziemliche Worte. Oh, in Ordnung, niemand hat einen Stuhl dabei. Man verfrachte den Gefangenen in jene Zelle, welche hier liegt, damit ich ihn im Sitzen begutachten kann. Herr König, bitte einmal in die andere Zelle bewegen, dankeschön. Jawohl, mein Herr. Vorwärts, rein da. Wo ist der Kerkermeister mit dem Schlüssel in das Schloss? Und wieso habe ich keinen Schlüssel? Man setzt ihn auf den lustigen Folterstuhl. Das ist ohnehin viel lustiger. Auf den lustigen Folterstuhl, bitte. Warum werde ich denn jetzt auch noch gefoltert? Moment! Aufstehen! Moment. Hose aus! Oh Gott, das ist gemein, ey. Hinsetzen! Und oder? So, niemand dreht an dem Gerät, bis ich es nicht sage. Radagast, Umhoff, übergebe euch das Kommando. Waltet und schaltet, wie ihr es für richtig haltet mit dem Kerl dort. Nun, ihr habt ja diese Prozedur schon einmal überstanden, Herr Knechtelmann. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Wir haben noch was für eine Prozedur. Herr Kadagast. Wir müssen jetzt überprüfen, ob dieser Mann ein Lügner ist oder über die Wahrheit spricht. Walten Sie Ihres Amtes, werter Magier. Oh. Erneut sage ich Ihnen, dass ich es lediglich versuchen kann, aber ich möchte alles tun, was in meiner Macht liegt. Werter Herr Knechtelmann, der Bürgermeister dieser Stadt hat ein paar Fragen für Sie. Bitte beantwortet diese ehrlich. Und offensichtlich. Herr Knechtelmann, wie lautet euer Vorname? Nein, bitte nicht. Ich habe ihn sauber erwischt. Euer Vorname! Sprecht! Er scheint zu schwach zu sein. Was habt ihr auf dem Marktplatz geworfen, kurz bevor ihr geflüchtet seid? Sprecht! Wer seid ihr? Der Mann spricht in Zungen. Was ist da los? Der Mann ist lediglich zu schwach. Wo bin ich? Wo bin ich? Das Einzige, was ich tun kann, ist, den Mann zurückzubringen. Er wird durch meinen Zauber nicht kontrolliert werden können, weil sein Geist viel zu schwach ist. Wie bitte? Ich werde ihn zurückholen, dann könnt ihr erneut mit ihm reden. Schließt eure Augen. Werter Herr Knechtelmann, ich weiß, dass ihr mich hören könnt. Seht mir in die Augen. Kommt.
Julius, du hast alles gestanden. Was wollt ihr denn schon wieder von mir? Wer ist Julius? Haben euch die Schläge nicht gereicht, die ihr mir gegeben habt? Ich habe innere Blutungen. Wir haben hier keine Möglichkeit. Ihr habt das Gesetz in eure eigenen Hände genommen. Das mit den Blutungen zu überprüfen, ist jetzt sehr, sehr schwierig. Wir müssen einfach abwarten, ob sie qualvoll sterben oder nicht. Dann wissen wir, ob sie die Wahrheit gesprochen haben. Nun. Warum denn sterben? Ich bin gerade auf der Insel angekommen. Schon eine eindeutige Sprache. Ich befürchte, wir kommen so nicht weiter. Warum sitze ich eigentlich nackt auf diesem Stuhl? Der Mann hat alles vollgeblutet. Der Mann hat alles vollgeblutet? Warum? Der Mann hat alles vollgeblutet. Warum habe ich eigentlich keine Hose an? Ist das ein Verbrechen? Die königlichen Gemächer voll zu bluten? Ja, allerdings. Das entscheidet der König. Nun, Kadagast, kommen wir hier zu einem Ergebnis oder sind wir gegen eine Wand gelaufen? Wir sind in dem Fall leider gegen eine Wand gelaufen. Sein Geist ist zu schwach, um ihn zu kontrollieren. Er verfügt nicht über die geistige Gabe, dass ich Kontrolle darüber erlangen kann. In Kurzform, er ist zu dumm. Oh, ich verstehe. Nun, eine Nacht im Kerker wird ihm wohl vielleicht eine Lehre sein, so dumm zu sein. Ha, das ist ja wirklich höchst ärgerlich, Herr Radegast. Ich hatte immer von ihren Fähigkeiten geschwärmt. Gestern Abend beim Schweinekeule-Essen habe ich den anderen Adeligen noch gesagt, Mensch, dieser Radegast, das ist der mächtigste Magier, den wir seit langem hier im Dorf hatten. Und nun diese Enttäuschung. Dieser Mensch schlich um unsere Tore. Entschuldigt, aber ihr habt doch ebenfalls gesehen, dass es bereits funktioniert hat, oder nicht? Ja, nun weiß man natürlich nicht, wenn sich so etwas nicht wiederholen lässt, war es etwa eine Eintagsfliege, ein Zufallserfolg oder verfügen Sie auch über die Fähigkeiten, diese beeindruckende Tat zu wiederholen? Die Eintagsfliege haben Sie hier unten ins Gefängnis geschleppt. Schön wär's. Wissen Sie, lieber würde ich mich irren, als recht haben. Okay. Eure Majestät? Darf ich deine Hose wieder Was an denkt Hose ihr über diesen dort? Ja. Vielen Dank. Er schlich ums Schloss. Er schlich ums Schloss. Die Person schlich ums Schloss? Dann lass doch mal schauen. Ist das ein Schatten? Nee. Ich glaube, wir können sie zum Reden bringen. Die sieht zumindest wesentlich intelligenter aus als die Person da hinten. Ich sag gar nichts. Entschuldigt. Wen haben wir denn hier? Bei unserem Bauern da hinten habe ich es noch freundlich versucht. Hier, denke ich, ist ein wenig mehr Magie vonnöten und angebracht. Du wirst uns erzählen, was wir wissen wollen. Sieh mir in die Augen und beantworte die Frage des Königs. König, stellt eure Fragen. Du da! Komm näher! Tritt heran! Nicht so nah, du stinkst! Einen Meter zurück! Und sprich, jawohl. Wer bist du und was schleichest du um die Burg? Schlich ja um die Burg oder in der Burg herum? Um die Burg herum. Mein Name ist Amatheus von Buschweiler, König. Mhm. Ja, Matthias von Buschweiler. Aha, angeblich beantworte König. Meine Fragen aufrichtig und du wirst verschont. Warum liegt dort Stroh und warum hast du eine Maske auf? Damit ich nicht erkannt werde, König. Macht Sinn. Nun, warum verbirgst du dein Gesicht? Jetzt wird's spannend. Aha! Das wahre Gesicht des Unholds! Warum schleichst du um die Burg des Nachtens? Des Nachtens. Er wurde wohl schon vorher gesehen von den Wachen am Schlosse. Du schweigst still, Davidoff. Zeuge meiner Wacht, Bürgermeister. Ich schaue zu. Ich anstellen bezüglich der Burg.
Und wer stachelt was euch dazu hier für an? Spiele gespielt werden. Wer hat euch dazu angestiftet? Sprecht. Wir sind mehrere. Das halbe Volk. Oh. Von Rustalot. Eine Verschwörung, mein König! Es klingt ganz danach, jawohl. In der Tat. Wer sind denn die Drahtzieher hinter dieser Verschwörung? Sprich. Die Hühnerbäuerinnen. Und der Müller. Und. Der Müller? Und. Mein König, fragen Sie nach Julius Knechtelmann. Der Schmied. Der Schmied? Sagt euch der Name Julius Knechtelmann etwas? Sehr wohl, König. Ja, rede er weiter. Woher kennst du diesen Unhold? Einfach, ich kenne ihn. Aus dem Dorfe. Ach so, nun. Sehr hochinteressant. Kadagast, macht ihr weiter. Ich bin dieser Mensch, verwirrt mich. Viel weitermachen kann ich leider nicht. Meine Kraft lässt langsam nach. Aber ich hoffe, er hat all eure Fragen beantwortet. Ich denke, er sammelt sich gerade schon wieder. Sollten wir die genannten Personen vorladen hier in eine dieser Zellen? Oder unter Beobachtung halten. Vielleicht haltet ihr sie unter Beobachtung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er die Wahrheit gesagt hat, aber wir sollten die Person beobachten. Er wird nicht gelogen haben, da bin ich mir sicher. Herr König! Ich lege es. Herr König! Nehmen Sie sich in Acht! Was? Vor der Kirche, vor der Raute, vor den Brüdern! Ja, nun, das ist nicht das erste Mal heute, dass mir Ähnliches angeraten wird. Nehmen Sie sich in Acht! Mhm. Nun, wie verfahren wir mit dieser Person? Tja, was denkt ihr, ist das Beste? Wollt ihr ihn rauslassen? Wollen wir ein Exempel statuieren? Oder denkt ihr, er könnte uns noch nützliche Informationen geben? Ich glaube, der ist durch. Ich denke, eine Nacht in der Zelle wird ihm gut tun. Wir sind fertig hier. Das ist Abmarsch. Eine gute Entscheidung, Eure Hoheit. Schmeiße den Tölpel in die Zelle von ihm. So ein Jammer, dass der Scherge zu dümmlich war, um ihrem Zauber Folge zu leisten. Eine wirklich unnötige Begrenzung ihrer Macht, wenn Sie mich fragen. Vielleicht könnten Sie mit dem Obersten Ihres Zirkels da nochmal ins Gespräch gehen. Gedankenkontrolle ist schwer, wenn ein Gehirn keine Gedanken trägt. Das klingt sehr einleuchtend, Radagast. Radagast. So lauschet der Prinz und der König. Ich korrigierte nur den Bohnenhoffschen Versprecher, der euch Radagast nannte. Verzeihen Sie. Ein alter Schulfreund von mir hieß so. Ich meinte natürlich Kadagast. Kadagast, Herr Bürgermeister. Verdammt! Die gefangenen sollen leiser stöhnen. Ich fühle mich gestört hier auf meinem Throne. Junge, aha, am Throne. Mein König, mit Ihrer Erlaubnis ziehe ich mich zurück. Stunde ist spät, ja. Mit Ihrer Erlaubnis ziehe ich mich zurück in mein Rathaus. Haben Sie einen wohligen Schlaf, mein Monarch. Auf Wiedersehen. Auf bald. So, wo ist mein Gaul? Also das hat natürlich mir keine neuen Erkenntnisse gebracht. Aber ist auch okay. Ich muss noch mein Pferd jetzt irgendwie. Ist das hier im Stall? Stallung. Stallmeister! Das hier ist meins. Oder? Oh ne, Bay. Das ist meins. Mist. Wo ist denn meins? Herr Stallmeister! Mein Pferd.
Ist hier draußen noch irgendwie? Was? Entschuldigen Sie. Hat einer von Ihnen mein Pferd Chestnut gesehen? Ja, nein, Jockey Chestnut sollte im Stall stehen. Folgen Sie mir. Folgt mir, mein Herr. Sehr gerne. Ah, hier. Ja, das ist mein Pferd. Herzlichen Dank, dass Sie so treu auf mein Pferd Acht gegeben haben. Haben Sie einen guten Abend. Natürlich. So. So. Dann reiten wir mal nach Hause. Da haben Sie sich wohl. So, auf in unser Haus. Ich weiß gar nicht, wo ich mein Pferd hinstellen kann. Muss ja irgendwie in die gute Stube. Tatsächlich, Ich muss morgen nachholen. So. Da. Ich habe leider keinen eigenen Stall. Aber das wird schon. Ich packe den einfach hier in den Stall mit rein. Steht ein Pferd auf dem Flur. So. Okay. Das ist mein Pferd. Dem geht's gut hoffentlich. Kann ich dem hier was hinschmeißen eigentlich? Kann man so ein Pferd irgendwie, kann ich dem irgendwie was zu essen geben? Naja. Geht nur in der Tränke, glaube ich, oder? Naja. Ah, geil, hat er gegessen! Hammer, okay. Gut zu wissen. So, dann setzen wir uns hier mal hin. So. Die Damen und Herren, der Server schließt jetzt gleich in wenigen Minuten. Deswegen werde ich an der Stelle jetzt schon mal diese Session beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war doch sehr ereignisreich. Also da sind ja einige Plots hier tatsächlich am Köcheln. Ich habe noch nicht den Durchblick, wer hier vertrauenswürdig ist und wer nicht. Ich weiß nur, der Bürgermeister ist auf der guten Seite. Denn bei dem Magier bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Der Kerkermeister hat ihn ja hier quasi verdächtigt. Dann haben wir natürlich noch hier Herrn... hier mein ehemaligen Knecht, Knechtelmann. Handelt es sich um Julius, handelt es sich um Felix? Ist er unschuldig, ist er schuldig? Fragen über Fragen. Schreibt mir gerne in die Comments, wie ihr das so findet. Wir sehen uns natürlich morgen wieder. Oh, warte, hier passiert noch irgendwas. Entschuldigen Sie. Guten Tag. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich suche Ihren Assistenten, den Herrn Julius. Sie suchen Julius. Welches Anliegen Julius führt zu Knechtelbert. Zu Julius Knechtelbert, wenn ich fragen darf, werte Grimm? Eine Nachricht seiner geliebten Mutter. Seid ihr die Mutter? Vom Festland. Morgen ist ein neuer Tag. Ich fürchte nicht. Die 11. Stunde verkündet die Kunde. Hören Sie den Nachtwächter? Wir müssen diese Unterhaltung, diese dringend notwendige Unterhaltung auf morgen vertagen. Nur eine Sache noch. Ich bin natürlich der zugewiesene Herr und Meister von Julius, der Bürgermeister. Die Nachricht ist bei mir in guten Händen. Die Frau Mutter, die mir eine getreue Untertanin ist, wäre sicher einverstanden damit. Überbringen Sie gerne mir die Nachricht. Ich glaube, ich komme am nächsten Morgen noch einmal wieder. Aha. Nicht, dass ich euch nicht vertraue, aber... Aber? Ich würde gerne persönlich mit Herrn Julius reden. Ihnen ist hoffentlich bewusst, dass ich der Meister von Julius bin und damit per Gesetz Einblick in seine Konversation habe. Oh, ich bin mir auch sicher, dass er mit Ihnen darüber reden wird. Oh ja, ja.
Das ist gar keine Frage. Aber mit so Unwichtigkeiten wie dem Leben eines niederen Dieners müssen Sie sich ja nicht befassen. Wir stören Sie nicht weiter. Ich wünschte, das wäre immer noch der Fall. Ich wünschte es mir sehr. Dann, die Dame, viel Erfolg am morgigen Tage. Gute Nacht. Gehabt euch wohl. Naja, der Julius ist ja nicht mehr da. So, okay. Zurück zur Abmoderation. Das war's jetzt tatsächlich. Also, herzlichen Dank. Die hängen natürlich mit irgendwas Schägigem zusammen, ist ja klar. Also, aber hat großen Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich werde morgen auch wieder online sein und mal gucken, ob ich es um 18 Uhr schaffe. Morgen ist ja auch Bundesliga und so. Aber ich denke mal, das wird irgendwann rechtzeitig was werden. Das war's von mir für den Moment. Vielen Dank, tschüss und auf Wiedersehen.